Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Erzählerin und sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu unserem digitalen Erzählsalon über Treuhandschicksale auf Rügen. Diesen Erzählsalon veranstalten wir anlässlich der Wanderausstellung, die derzeit auf Rügen stattfindet. Und zwar Schicksal Treuhandschicksale heißt die Ausstellung und sie ist vom 1. April bis 7. Juni 2021 im Dokumentationszentrum Pora auf Rügen zu sehen. Wir wollen heute aus den persönlichen Erfahrungen von drei herausragenden Zeitzeuginnen hören. Wie entwickelte sich die Treuhandanstalt? Welche Rolle spielte sie im Leben der Menschen auf Rügen und Vorpommern? Und welche Auswirkungen hatte sie auf Familien, Institutionen und Strukturen auf Rügen, insbesondere auf Rügen und Vorpommern insgesamt? Zu DDR-Zeiten gab es an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns eine leistungsfähige Industrie, ein florierendes Fischfangkombinat, das sehr gute Devisen erwirtschaftete, blühende Werften und ein florierender Tourismus, würde man heute dazu sagen. Mit der politischen Wende von 1989 bis 90 kam der Umbruch und mit ihm der Niedergang ganzer Industrien. Die Idee, eine Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums zu gründen, kam vom Runden Tisch, der im Dezember 1989 in Berlin gegründet wurde. Angestrebt wurde, das Volkseigentum vor der Enteignung zu schützen und unter dem Volk durch Anteilsscheine aufzuteilen. Diese Idee griff die Motrow-Regierung auf, in der Christa Luft Wirtschaftsministerin war und verabschiedete kurz vor der Wahl am 16.03.1990 einen Beschluss zur Gründung einer Treuhandanstalt. Dieser Beschluss wurde von der folgenden de Maizière-Regierung und im Zuge der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom 1. Juli 1990 negiert. Stattdessen wurde eine Superbehörde aufgebaut. Diese Behörde sollte 9000 volkseigene Betriebe, in denen 4,1 Millionen Menschen arbeiteten, innerhalb von 5 Jahren sogenannt marktauglich machen, sprich privatisieren oder liquidieren. Mit der Folge, dass Millionen von Arbeitsplätzen zerstört wurden. Die Treuhand hat sich als Synonym für eine beispiellose Zerstörung von Produktivvermögen tief ins Gedächtnis von Millionen von Ostdeutschen eingegraben. Fast jede Familie in Ostdeutschland war von dieser Treuhandpolitik betroffen. Ich freue mich nun, heute an unserem digitalen runden Tisch drei hervorragende Zeitzeugen begrüßen zu dürfen. Als erstes Frau Professor Christa Luft, Jahrgang 1938, sicherlich vielen von Ihnen bekannt. Sie war bis zur Wende Rektorin der Hochschule für Ökonomie, kurz HFÖ in Berlin, wurde 1989 von Hans Modrow in sein Kabinett berufen als Wirtschaftsministerin und war anschließend lange Jahre Bundestagsabgeordnete der Linken. Sie kann uns als erster Hand erzählen, was damals die Probleme waren, wie sie mit der Treuhandidee, wie die Treuhandidee auf sie zugekommen ist, wie sie damit umgegangen ist und wie es sich bis zu dem Beschluss, den sie ja noch gemeinsam im Kabinett gefasst haben, verabschiedet haben in der Volkskammer, so rum in der Volkskammer verabschiedet wurde, wie es bis dahin gekommen ist. Und natürlich kann sie auch vieles, vieles mehr sagen. Ich freue mich sehr, dass Christa Luft heute bei uns ist. Hallo, Frau Luft. Ich begrüße ganz herzlich Kerstin Kassner, Jahrgang 1958. Sie war bis zur Wende tätig im FDGB-Feriendienst,
kaufte nach der Wende gemeinsam mit ihrem Mann ein kleines Hotel, das sie gemeinsam mit ihrem Mann bis heute betreibt und war von 2001 bis 2011 Landrätin des Landkreises Rügen. Und seit 2013 ist sie Abgeordnete der Fraktion Die Linke im Bundestag. Hallo Frau Kassner, schön, dass Sie dabei sind. Und ich begrüße ganz herzlich Christiane Latendorf, Jahrgang 1946. Sie war bis zur Wende Kader, oder sie war zur Wende, so muss man sagen, zur Wende Kaderleiterin in einer LBG im heutigen Vorpommern, ließ sich in den Stall versetzen, um nicht Menschen kündigen zu müssen, so wie es vielen Kaderleitern in der Wende ergangen ist, war arbeitslos, absolvierte eine Umschulung und war von 1998 bis zur Rente Fraktionsvorsitzende von Die Linke im Kreis Vorpommern-Rügen, vormals Kreis Nordvorpommern. Und ich bin Katrin Rohnstock, die Kuratorin der Ausstellung Schicksal Treuhand, Treuhandschicksale und Entwicklerin des Formates Erzählsalon, das wir ja heute hier praktizieren. Und ich begleite Sie heute durch den Abend. Wir haben uns so verständigt, dass wir im ersten Teil die von den Erfahrungen unserer drei Protagonistinnen hören werden. Und das heißt, wir machen einmal die Runde. Und dann wird etwa eine Viertelstunde erzählen. Und dann werden wir das Forum öffnen. Und dann sind Sie herzlich eingeladen, mit Ihren Fragen auf die Erzählerin zuzukommen, beziehungsweise auch Ihre Geschichte mit beizutragen. So, nun freue ich mich. Bin sehr gespannt, was wir jetzt hören werden. Und ich würde vorschlagen, Christa Luft beginnt. Bitte schön, Frau Luft. Ja, ein in Berlin lebendes Nordlicht grüßt die Nordlichter in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich wünschte mir, alsbald wieder mal bei euch den Urlaub verbringen zu können. Es war immer so wunderschön. Aber nun müssen wir offenbar noch ein paar Wochen durchhalten, hoffentlich nur ein paar Wochen. Und heute Abend wollen wir uns erinnern an eine nun auch schon über 30 Jahre zurückliegende Zeit. Ich muss nicht erzählen, dass ich in dieses Amt gekommen bin, weil ich mich danach gedrängt hätte, sondern ich habe an der Hochschule für Ökonomie bei meiner Antrittsrede 1988 gesagt, ich möchte, dass dieses große, leistungsfähige und leistungswillige Kollektiv nicht immer im Nachhinein die weisen Beschlüsse der Partei propagieren und begrüßen soll, sondern ich möchte, dass wir im Vorfeld daran mitarbeiten. Und das hat offenbar die Headhunter von Modrow, als der ja auch sozusagen in der Klemme saß, über Nacht ein Regierungsgremium zusammenholen musste und das noch aus 6 Parteien. Das, denke ich, war der Ansatzpunkt dafür, dass man mich ja eigentlich breit getreten hat. Und ich habe mich breit treten lassen damals eigentlich auch aus Sorge darum, was aus diesem Land werden soll, aus unserem Land. Ich wurde dann für das Wirtschaftsreformkonzept. Warum ist das jetzt auch einmal weg hier? Ich bin zu hören. Ich kann mich jetzt selber nicht. Ja, gut. Also, ja, wir hören Sie. Bitte? Ja, wir hören Sie gut. Wir hören Sie gut. Ein Wirtschaftsreformkonzept zu erarbeiten war eine der hervorragenden Aufgaben in der Bundesregierung, in der Modrow-Regierung. Und ich wurde damit beauftragt und habe dann in sehr kurzer Zeit mit 120 bis 150 Menschen aus der Wirtschaftspolitik, aus Wirtschaftspraxis und Wirtschaftswissenschaft ein Konzept für die Reformierung der Wirtschaft erarbeitet. Wer dieses Konzept anschaut, das ich ja auch am runden Tisch vorgestellt habe, schon
kurz vor Weihnachten, 2 Tage vor Weihnachten 1989, der wird sehen, dass dort ein Wort wie die Treuhand nicht vorkommt. Das hatte aber auch einen Grund. Wir in der Motorregierung hatten überhaupt nicht vor, irgendeine Art von Crash-Privatisierung oder Totalprivatisierung der DDR-Wirtschaft zu betreiben. Wir wollten die Kombinate und Betriebe in der Tat reformieren. Was heißt, sie sollten modernisiert werden. Sie sollten entlastet werden von Hunderten von Planvorgaben, von Bilanzanteilen und Richtungskoeffizienten und was es alles gab. Das hat eher Initiative gelähmt, anstatt Initiative zu entfalten. Das haben wir schon in Angriff genommen. Wir haben dann zweitens dafür Sorge tragen wollen und begonnen, das zu tun, den Kombinaten und Betrieben mehr Eigenverantwortung zu geben und auch die Rolle des Gewinns zu erhöhen gegenüber den Vorjahren, den Vorjahrzehnten, wo im Grunde nur Naturalkennziffern eine Rolle spielten. Also Hektoliter, Quadratmeter, und eben andere Naturalkennziffern und Zentner und Doppelzentner. Und wir wollten das Preissystem verändern, damit nicht Subventionen, Preissubventionen, die Effektivität stören und nicht etwa zum sparsamen Umgang mit Ressourcen animieren. Das war unser Vorhaben. Und wir wollten außer dem Volkseigentum, dass der Kern bleiben sollte in der Eigentumsstruktur, wir wollten über die Gewerbefreiheit von unten kleine private Unternehmen entstehen lassen. Wir wollten die 1972 von Günter Mittag zwangsenteigneten kleinen und mittleren privaten und halbstaatlichen Unternehmen zurückgeben, wenn die früheren Eigentümer das noch lebten und das wollten oder wenn deren Erben das wollten. Das war in aller Kürze das, was wir vorhatten. Wir hatten keinerlei Sofort- und Totalprivatisierung der großen Kombinate, in den Schlüsselbereichen schon gar nicht, nicht in der öffentlichen Infrastruktur, nicht in der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das war nicht in unserem Konzept. Insofern spielte auch eine Treuhand keine Rolle, denn eine Treuhand kommt immer dann ins Spiel, wenn öffentliches Eigentum, in unserem Fall staatliches Eigentum, in Dritten zur Verwaltung übergeben werden sollen. Dann hätten wir auch damals schon eine Treuhand ins Spiel gebracht. Wir hatten das ja aber nicht vor. So, und wie oft im Leben kam dann plötzlich alles anders. Dann wurde eine Treuhand geboren, die, wenn ich das so sagen darf, eine Sturzgeburt war. Die war überhaupt nicht vorbereitet. Eine Sturzgeburt war sie deshalb, weil am 7. Februar 1990, Entschuldigung, hatte Bundeskanzler Kohl über die Medien uns wissen lassen, das betone ich, weil wir aus Bonn weder einen Brief, noch ein Fax oder ein Telefongespräch bekommen haben, sondern am nächsten Morgen, wo es andere auch in der Zeitung lesen konnten, hatten wir von Bonn die Mitteilung, dass Kanzler Kohl der DDR-Bevölkerung umgehend zeitnah die D-Mark anbietet als offizielles Zahlungsmittel. So, mal abgesehen davon, dass die Begeisterung einer Vielzahl von DDR-Bürgerinnen und Bürger groß war, weil sie glaubte, sich dann Wünsche erfüllen zu können, die sie lange hatte, aber nicht erfüllen konnte. Hartes Geld in der Tasche, wer sollte sich darüber nicht freuen? Dass das Ganze einen Pferdefuß haben wird und man sich dieses Geld wird erarbeiten müssen können, das war damals nicht so sehr im Gedächtnis. Ich weiß noch, ich habe, als diese Idee kam mit der Übertragung der D-Mark als offizielles Zahlungsmittel an die DDR, ich habe im Neuen Deutschland und anderswo den Vorschlag gemacht, öffentlich, wir sollten eine Volksbefragung machen, ob das gewünscht ist, ob das gewollt ist. Ich war mir sicher, es wird ein Gewollt herauskommen. Aber ich wollte, dass wir im Vorfeld noch einmal eine Kampagne bekommen, um das Für und das Wider erörtern können. Denn bis dahin war immer nur davon die Rede, D-Mark zu haben. Das ist das Wunderbarste, was es auf der Welt gibt. Dass die andere Seite damit von Anfang an etwas verband,
was dann später ja auch einsetzte, war die Übertragung der D-Mark auf die DDR. Dann ist die Währungsunion der Anfang der deutschen Einheit, der Einstieg in die deutsche Einheit, ein eigentlich nicht mehr zu widerrufender Einstieg in die deutsche Einheit. So, das war nun für uns das Problem. Wir wussten, wir werden dann irgendwie unter das Grundgesetz fallen. Das Grundgesetz kennt zwar Gemeineigentum und schützt es auch, aber Volkseigentum als dieses zu schützende Gemeineigentum zu akzeptieren, das fiel denen im Westen nicht ein. Das war widersinnig für sie. Wir mussten also überlegen, was machen wir denn nun, damit das Volkseigentum nicht sofort gekrallt wird von der anderen Seite. Und da wurde bei uns dann auch die Idee aufgegriffen, eine Treuhand zu bilden. In der Tat ist die Idee erstmalig geboren worden bei Demokratie Jetzt. Das war unter Wolfgang Ullmann am runden Tisch, hatte man über eine Treuhand schon gesprochen. Wir hatten ja auch zu DDR-Zeiten eine Treuhand. Zum Beispiel, wenn die Wohnungen derer, die in den Westen gegangen waren, die wurden dann über ein treuhänderisch verwaltet. Also das war eine Vokabel, die war durchaus parat bei uns und die kannten wir, aber wir hatten sie bis dahin für das Volkseigentum nicht in Erwägung gezogen. Nun kam das über Nacht alles anders. Wir mussten ganz schnell handeln und es wurde es wurde dafür gesorgt, dass wir ein Gründungskonzept für eine Treuhand machen konnten. Und diese von der Modrow-Regierung dann am 1. März 1990 per Beschluss gegründete Treuhand sollte, so steht es in ihrem Auftrag, das Volkseigentum im Interesse der Allgemeinheit sichern. Und zwar bis zur nächsten Wahl, bis zur Volkskammerwahl. Und die Volkskammerwahl müsste dann eben über den weiteren Umgang damit befinden. In der gleichen Zeit, als wir über diese Treuhand nachdachten in der Regierung und sie konzipierten, gab es am runden Tisch von einer Bürgerorganisation eine Idee, ich habe mir das alles in den letzten Tagen nochmal genau angeschaut, das Volkseigentum zu entstaatlichen, indem man es sozusagen privatisiert, an Private überträgt. Die Grundidee war, wer es erarbeitet hat, der soll auch den Nutzen davon haben. Völlig klar, eine völlig überzeugende Idee. Emotional stand ich der total nahe. Aber rational, das gebe ich zu, wusste ich nicht, wie das gehen soll. Wir standen 5 Wochen vor der Volkskammerwahl am 18. März. Keiner wusste, wir hatten keine Bewertung des Volkseigentums. Und bevor man etwas verteilt, am Wahltag am 18. März sollte jeder Wähler, der in die Kabine kommt, dann eine Urkunde mitbekommen, auf der steht, und dir gehört ein Sechzehntel des volkseigenen Vermögens. Wir waren damals 16 Millionen, also das volkseigene Vermögen durch 16 Millionen geteilt, hätte auf jeden einen gewissen Betrag gebracht. Das klingt zunächst einmal sehr plausibel, aber hat natürlich furchtbar viele Ecken. Wir können nicht etwas verteilen, bevor wir nicht wissen, wie die Bewertung ist. Später gesagt, hätten wir solche Urkunden ausgegeben mit einem Sechzehntel des Vermögens, das dem Einzelnen gehört, da hätte Frau Breul später ganz fix einen Schuldschein draus machen können. Aber das ist nur eine Sache, die sage ich nebenbei. Man kann nichts verteilen, bevor man es nicht bewertet hat. Und das hatten wir nicht. Und bis zur Wahl blieben 5 Wochen, da war das auch nicht möglich. Aber das war eben, wie gesagt, ein Hauptgrund, weshalb wir gesagt haben, nein, auf dem Pfad können wir uns nicht bewegen, denn
Das wird ein Hazardspiel. Wir wussten auch nicht, soll jeder, der, sagen wir mal, 50 Jahre gearbeitet hat, darunter unter Tage und unter schwierigen Bedingungen, soll der ein Sechzehntel bekommen, genau wie ein Säugling? Es war nämlich vom Säugling bis zum Rentner die Rede. Jeder sollte ein Sechzehntel bekommen. Es gab so viele ungeklärte Fragen, obwohl der Gedanke zunächst einmal natürlich verlockend klang. Aber ich meine, auch die SPD stand auf einem ähnlichen Pfad damals, wollte sogar höhere Beträge pro Kopf ausgeben als die vom am runden Tisch geborene Idee mit der Privatisierung zugunsten der Bürgerinnen und Bürger der DDR. Beide Parteien haben dann am 18. März so schmale Wahlergebnisse bekommen. Man hätte doch glauben können, nach so einer tollen Idee, jeder soll ein Sechzehntel des Volksvermögens bekommen, müssten die Bündnisgrünen und die SPD rasante Wahlergebnisse bekommen. Das war gar nicht so. Also viele im Volk haben verstanden, dass das so einfach nicht geht, obwohl die ganze Sache sehr wohl geklungen hat und emotional wirklich auch Zustimmung erforderte, weil ja die Grundidee war, wer es erarbeitet hat, soll da auch den Nutzen davon haben. Das wollten wir in der Motorregierung aber natürlich auch. Wir wollten durch Verhinderung einer Crash-Privatisierung, was ja bedeutet, sich dann auch dem Markt auszuliefern, Beschäftigung sichern. Wir wollten die Kombinate und Betriebe sanieren, modernisieren. Dazu brauchten wir aber auch Geld. Dazu brauchten wir Investitionen, ziemliche Investitionen. Und ich stelle mir vor, was passiert wäre, hätten wir denen, die vielleicht bereit gewesen wären, aus dem Ausland zu investieren in der DDR, gesagt, aber das Unternehmen, was ihr da gerade im Auge habt und dem ihr helfen wollt, das hat inzwischen 100 Eigentümer. 100 Menschen aus diesem Betrieb haben eine Urkunde bekommen, dass ihnen ein Stück davon gehört. Also es war diese wunderbare Idee, die da geboren worden war, war praktisch eigentlich nicht umsetzbar. Das ist meine Überzeugung bis heute. Und deshalb haben wir darauf bestanden sozusagen, was heißt bestanden? Was ich hier erzähle, das Wirtschaftskonzept der Motorregierung einschließlich der Treuhand, ist in der Regierung bestätigt worden. Es gab dort keine Gegenstimmen. Also auch Herr de Maizière, der spätere Ministerpräsident CDU, hat diesem Konzept zugestimmt. Es ist auch zustimmend am runden Tisch am Ende akzeptiert worden. Es ist nicht so, dass wir etwas gemacht hätten, was keinerlei Zustimmung bei den Wählerinnen und Wählern gefunden hätte. Ja, und so ging das dann los. Am 1. März wurde die Treuhand gegründet, per Ministerratsbeschluss ein Gesetz zu machen, war in der Kürze der Zeit gar nicht möglich. Sehen wir uns mal heute an, wenn in der Bundesregierung ein Gesetz gemacht wird, wie viele Monate, manchmal Jahre das dauert. Ich habe es mal verglichen mit dem Ladenschlussgesetz. Ein Ladenschlussgesetz, was auch viele soziale Dinge berührt und deshalb nicht leicht genommen werden kann, keine Frage. Daran hat die Bundesregierung 8 Jahre gebraucht, um das Ladenschlussgesetz abzuschaffen. Wie wir das hätten machen sollen innerhalb der Kürze dieser Zeit, die wir hatten, es standen im Grunde nur noch Tage zur Verfügung bis zur Wahl, da konnte man also kein Gesetz machen. Abgesehen davon auch ein Gesetz, wenn wir statt eines Beschlusses ein Gesetz gemacht hätten machen können zur Treuhand, die neue Regierung unter de Maizière schon offensichtlich ferngesteuert aus Bonn, hätte das ohnehin gleich gekippt. So wie gekippt worden ist, das noch von der Motorregierung in die Volkskammer eingebrachte Gewerkschaftsgesetz. So ein Gewerkschaftsgesetz haben wir eingebracht, das Strukturveränderungen in Betrieben vorgesehen sind gefälligst Gewerkschaften oder damals und Betriebsräte entsprechend einzubinden. Die haben ihre Meinung dazu zu sagen. Die haben die Zustimmung der Beschäftigten dazu zu holen. Das war eine der ersten Aktionen der
de Maizière-Regierung dieses Gewerkschaftsgesetz einfach zu canceln. Und so wäre das natürlich mit einem, hätten wir damals, so wie einige am runden Tisch es gewollt haben, diese Privatisierung zugunsten jedes Einzelnen akzeptiert, das wäre von der neuen Regierung unter de Maizière ohnehin und auf Bonner Geheiß gleich gecancelt worden. Also unser Bestreben war, möglichst viel Beschäftigung zu sichern in bestehenden und zu reformierenden, zu modernisierenden Betrieben. Unser Bestreben war, und das ist ja auch gelungen, die Bodenreform zu erhalten, um ländlicher Bevölkerung Beschäftigung zu sichern und nicht dort auch noch große Wunden aufzureißen. Wir haben uns dafür eingesetzt, leider sind wir nicht durchgekommen, die Sparguthaben der DDR-Bürgerinnen und Bürger 1:1 umzutauschen, statt im Grunde 2:1, manche Bezirke ja auch 3:1. Ich sage heute noch, wäre das gelungen, die ohnehin nicht überragenden Spareinlagen der DDR-Bürgerinnen und Bürger 1:1 umzutauschen. Wir hätten für viele ganz andere Startbedingungen gehabt, die sich selbstständig machen wollten nach der Wende. Sie hätten nicht sich gleich den Banken verschulden, gegenüber den Banken verschulden müssen, die sie dann mit hohen Zinsen zur Brust genommen haben. Es gibt so viele Dinge, die damals verkorkst worden sind, aber es ging eben kein Weg hinein. Für den Westen galt, wenn ihr die D-Mark kriegt, dann haben wir sozusagen ein Pfand von euch zu bekommen. Das hat Weigel auch mal ganz deutlich gesagt. Wir geben euch mit der D-Mark das Beste, das wir haben. Und außerdem kriegt ihr die soziale Marktwirtschaft. Dafür, das ist nicht ganz billig für uns. Dafür brauchen wir dann auch ein Pfand. Und dieses Pfand ist das Volkseigentum, das dann schnell zu privatisieren ist. Und so haben sie sich ja auch da dran gemacht. Und für mich ist diese Treuhand bis heute, verantwortet sie die größte Vernichtung von Volksvermögen in Friedenszeiten. So etwas hat es in Friedenszeiten vorher noch nicht gegeben, in Kriegszeiten schon, aber wir hatten ja immerhin Frieden. In Friedenszeiten hat es das noch nicht gegeben. Und für mich ist sie noch etwas anderes. 1991 hat der damalige Justizminister Klaus Kinkel, FDP, also ein Liberaler, die Order herausgegeben an alle Organe der Bundesrepublik. Es kommt darauf an, die DDR zu delegitimieren. Und diese Aufgabe bekamen dann die Stasi-Unterlagenbehörde, die Bundeszentrale zur Aufarbeitung des SED-Unrechts, wie es heißt, und diese Treuhandanstalt. Die Wirtschaft zu delegitimieren ist natürlich wirklich dann ein Hammer gewesen. Dazu hat man sich solcher Legenden bedient, wie die DDR-Wirtschaft ist durch und durch marode, nicht weltmarktfähig. Dazu will ich nur sagen, gemessen an dem weltmarktfähigsten westeuropäischen Land, der Bundesrepublik Deutschland. Gemessen daran hatten wir in der Tat etwas über 50% des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. Das ist überhaupt kein großes Drama. Gegenüber Großbritannien hatten wir etwa 80% und gegenüber Spanien waren wir weit über Spanien und gegenüber Portugal und Griechenland und was alle diese Länder, die es heute noch gibt, gegenüber denen waren wir wirtschaftlich überlegen. Und dennoch hielt sich die Losung, ihr seid marode, ihr seid nichts wert, als abgewickelt zu werden. Eine andere Losung war, die Märkte sind weggebrochen. Die Märkte sind überhaupt nicht weggebrochen, die sind weggebrochen worden. Weggebrochen worden der Binnenmarkt durch die Einführung der D-Mark. Wenn Lieferanten wissen, da gibt's Menschen, die haben die D-Mark als Zahlungsmittel, dann stellen die Regale natürlich sofort voll mit ihren Produkten und die DDR-Produkte mussten weichen. Und wenn ein DDR-Unternehmen keinen Absatz mehr hat, muss es schließen. Also gibt es Arbeitslosigkeit. Das habe ich mal bei unserem Bonn-Besuch, wir waren ja eingeladen man kann sagen, am 12.13.1990, Gegenbesuch von Kohl in Dresden, war das Modrow-Kabinett eingeladen nach Bonn.
mal abgesehen davon, dass ich von Anfang an das Gefühl hatte, als ich die Leute dort sah, wie sie uns empfingen und mit welchen Gesichtern und welchen Gesten. Ich habe gedacht, wir sind hier irgendwie erwischt worden, als wir den Kanzleramtszaun illegal überstiegen sind. So wir hatten nicht das Gefühl, dass wir eingeladen sind. Und ich musste, bevor das im NATO-Saal losging mit der Plenartagung bei der Regierung, musste ich mit, so wie alle anderen Regierungsmitglieder des Motorkabinetts, mit einem Westpartner sprechen, mit dem er schon bisher Kontakte hatte. Für mich war das Horst Köhler. Der war damals Staatssekretär im Finanzministerium und unter anderem zuständig für die Finanzen mit der DDR, gegenüber der DDR. Später wurde dann Bundespräsident in ganz Deutschland. Der empfing mich freudestrahlend und Frau Luft, wie war der Flug, wie war das Wetter in Berlin, was man so immer so bla bla sagt. Und dann ging's los. Springen Sie denn nicht 3 Meter hoch, Frau Luft? Ich sag, warum sollte ich? Naja, nur tun Sie doch nicht so. Sie wissen doch, der Kanzler hat Ihnen angeboten und so weiter, diese D-Mark einzuführen und so fort. Ich sag, ja, ich kenne kaum jemanden, der sich nicht freuen würde, Geld zu haben, mit dem er sich alle Wünsche erfüllen kann. Aber er muss dieses Geld sich auch erarbeiten können. Ja, und? Ja, das ist doch klar. Ich sag, das ist doch marktwirtschaftliches ABC. Ja. Ja, sag, und was passiert? Mit der Einführung der D-Mark auf dem DDR-Territorium werden die DDR-Produkte aus den Regalen verschwinden, die Westprodukte werden kommen. Wenn Ostunternehmen keinen Absatz haben, können sie nicht mehr produzieren. Da gibt es eine Welle von Arbeitslosigkeit. Das kannten wir gar nicht bisher. Da ging schon sein Gesicht erstmal so. Und dann sage ich, dasselbe passiert doch auf den Außenmärkten. Woher sollen denn die in der Sowjetunion, in Ungarn, in Polen, in der Tschechoslowakei über Nacht hartes Geld herbekommen, um die Waren aus der DDR zu bezahlen, denn bisher hatten wir transferable Rubel, das war eine Art Tauschgeschäft zwischen Ware. Also wird dort die nächste große Arbeitslosigkeitswelle anrollen. Der Mann zögerte 2-3 Sekunden und sagte dann, ob Sie es glauben oder nicht, der sagte wörtlich zu mir, warum sind Sie denn so arrogant, Frau Luft? Ich wusste zwar bis heute nicht, was das mit Arroganz zu tun hat, aber so war die Situation. Die konnten überhaupt nicht begreifen, dass sich da jemand Gedanken macht, was passiert, wenn dieses wunderbare, schöne Geld kommt. Da müssen wir alle hochspringen. Und sie hatten ja auch, natürlich hatten sie auch im Ohr, dass 46% der DDR-Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl am 18. März die Allianz für Deutschland gewählt hatten, die für die Soforteinführung der D-Mark war und für die deutsche Einheit, für die sofortige. Damit wucherten sie in jeder Diskussion. Aber, also, und ich kann solche Erlebnisse könnte ich haufenweise erzählen. Die haben es nicht begriffen. Die waren in ihren Neoliberalismus so verliebt, das alles andere war für sie archaisch, das war von einer anderen Welt, das wollten sie nicht, das konnten sie gar nicht begreifen. Ja, und wir hatten, so ist es dann aber leider gekommen. Ich bin doch nicht froh darüber, dass es so gekommen ist. Es ist doch schlimm, es ist doch auch mein Land und ich habe nur dieses eine und alle haben wir nur dieses eine Land und möchten, dass das so gestaltet wird, dass wir alle damit umgehen können und nicht die einen sich die goldene Nase machen und die anderen dann sehen müssen, wo sie bleiben. So, ich höre jetzt erst an dieser Stelle mal auf. Wir können ja dann nachher weiter diskutieren. Ton. Frau Rohnstock, wir hören Sie nicht. Jetzt wieder. Entschuldigung, danke. ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag und die Einblicke in tatsächliche Erlebnisse. Das habe ich vieles davon auch so noch nicht gehört und nicht gewusst.
Ich möchte gerne unsere Zuschauerinnen nochmal ermuntern, Fragen im Chat zu stellen, die wir anschließend, wenn wir die Runde rum sind, auch gerne beantworten. So, damit übergebe ich jetzt an eine der beiden anderen Damen. Wir sind ja heute eine Frauenrunde. Wer möchte denn weitermachen? Wer möchte denn anknüpfen an Christa Luft? Kerstin. Frau Kassler, ja? Ja, okay. Gut. Danke, Christiane. Ich hätte mich nicht vorgedrängelt. Aber erstmal vielen Dank, Christa, nochmal für diesen Einblick. Das ist ja wirklich erlebtes Zeitgeschehen und das ist so toll, dass man das von dir so erfährt, wie das gelaufen ist, dass es vielen Menschen... bedeutet hat für die Menschen. Ich möchte es gerne ein bisschen illustrieren, was ich so erlebt habe, ganz praktisch. Also, ich sage erstmal in die Runde schöne Grüße von der Insel Rügen. Ich bin im Moment nicht im Bundestag, sondern in dieser Woche ist Wahlkreisarbeit dran und ich wohne in Bergen auf Rügen und von meinem Büro aus bin ich jetzt hier zugeschaltet. Ich würde gerne kurz erläutern, was das, was die Gesetze, die Christa erwähnt hat, für den Feriendienst der Gewerkschaften bedeutet hat. Ich bin Touristikerin, habe Kellnerin gelernt und Hotel- und Gaststättenwesen an der Handelshochschule in Leipzig studiert und habe seit 1976 beim Feriendienst der Gewerkschaften gearbeitet in Binz. Das weiß vielleicht auch nicht jeder, aber es gab in der DDR eben zwei große Möglichkeiten, einen Urlaub zu machen. Das eine war der gewerkschaftliche Urlaub. Das war einmal zentral organisiert, aber auch viele Betriebe hatten Betriebsferienheime. Und die Ostseeküste war natürlich ganz besonders begehrt. Die zweite Möglichkeit war das staatliche Reisebüro der DDR. Auch da konnte man Urlaub machen und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, weil es ja manchmal so anklingt, als ob wir überhaupt nicht aus der DDR rauskamen. Also es gab sehr wohl Möglichkeiten, also vor allem natürlich im sozialistischen Wirtschaftsgebiet, wie das so schön hieß. Also bis runter nach Bulgarien tun wir die Welt beschnarchen, ist so ein schönes Wort. Also wir sind sehr wohl auch in Europa durch die Gegend gefahren, bis nach Asien, Sowjetunion hat das ja auch geboten. Da gab es schon allerhand Möglichkeiten. Aber die Ostseeküste war natürlich besonders begehrt und in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden sehr viele neue Ferieneinrichtungen gebaut. Ganz besonders Binz hat davon profitiert und ich habe dort die Einrichtung von mehreren neuen, schönen Ferienkomplexen, so hieß das, war immer ein großer Restaurant- und Freizeitkomplex und mehrere Hotels, die neu gebaut wurden, in wirklich gutem Stil und wo Tausende von Urlaubern jedes Jahr zu uns in Urlaub kamen und dort eben auch ihren Urlaub verbracht haben. Das war natürlich von einem Tag zum anderen vorbei. Die Urlaubsmöglichkeiten wurden, wie gesagt, durch die Gewerkschaft verteilt unter die Werktätigen. Und als natürlich die Treuhand jetzt die Verantwortung über die Hotelkomplexe übernahm, sie auch sehr schnell privatisieren konnten, weil es waren, wie gesagt, gut eingerichtete Anlagen direkt am Ostseestrand. Und in bester Lage, kann man wirklich so sagen, konnten sie schnell veräußert werden. Aber die Werktätigen, denen es ja irgendwie auch alles gehört hatte mal, waren dann natürlich nicht mehr die Nutznießer, sondern es wurde dann so wie heutzutage eben Reisen vermarktet werden, auch vermarktet. Und das bedeutet, dass eben ja oft aufgrund der Preise für viele Menschen es gar nicht mehr möglich war, in diesen Ferieneinrichtungen seinen Urlaub zu genießen. Und privat möchte ich auch noch mal erzählen, wir sind also alle beim Feriendienst in 1991 zum 30.06. entlassen worden. Viele Menschen sind dann übernommen worden von den Eigentümern, von den neuen
weil wir waren ja alle gut ausgebildet und ich sage bis heute, die Köche und Kellner, die wir ausgebildet haben, sehr gut ausgebildet. Sie hatten damit auch eine Möglichkeit, weiter Beschäftigung zu finden, allerdings zu niedrigsten Preisen, das muss man ja auch mal sagen, dass sie sehr wenig verdient haben. Und bis heute ist das Einkommen von den Beschäftigten in der Tourismusbranche sehr gering und oft eben auch nur auf die Saisonzeit beschränkt. Also es ist nicht leicht, hier an der Küste vom Tourismus zu leben. Mein Mann und ich, wir haben den Entschluss gefasst, uns selbstständig zu machen und haben uns von der Treuhand tatsächlich ein ehemaliges Betriebsferienheim in der Nähe vom Kap Arkona erwerben können. Natürlich auf Pump, ganz klar. Wir hatten, so wie Christa das vorhin schon erwähnt hat, nicht viel Geld anhäufen können zu DDR-Zeiten und haben für unser Feriendomizil 446.000 D-Mark bezahlt, auf Kredit aufgenommen, wie gesagt, und noch einmal etwa 800.000 D-Mark investiert, denn es war ja nur ein Saisonobjekt, da musste viel gemacht werden. Der Standard war auch ziemlich einfach, passte nicht mehr in die Welt. Ja, und dann haben wir uns eben viele Jahre Mühe gegeben, dieses Geld abzustottern. Zweimal so kurz an der Insolvenz vorbeigeschrammt, aber wir haben es geschafft und haben dort eben viele Jahre viele Gäste empfangen, nach wie vor viele Ossis. Also es gibt viele Menschen aus Berlin, Sachsen, Thüringen, die nach wie vor sehr, sehr gerne an die Ostsee fahren. Und so nach und nach haben wir auch viele Gäste aus den Alpenbundesländern, sage ich jetzt mal so, begrüßen dürfen. Aber ich glaube, es ist noch bis heute so, dass eben viele sich noch überhaupt kein Bild gemacht haben von der Situation hier. Wir haben es im vergangenen Jahr hier auf der Insel sehr stark gespürt. Es sind viele Gäste das erste Mal überhaupt in den Osten oder an die Ostseeküste gefahren, weil eben andere Möglichkeiten teilweise versperrt waren, Corona-bedingt, und haben dann total gestaunt, wie wunderschön es bei uns ist, welche Möglichkeiten es hier gibt. Und vielleicht ist ja bei dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, auch etwas Positives dabei, dass man sich andere Dinge mal erschließt, die sonst gar nicht relevant gewesen wären. Ich habe gesehen, dass Christiane schon die Hand gehoben hat und sich auch äußern möchte. Ich würde gerne im weiteren Fortgang noch etwas zu Prora direkt sagen, wenn ich das kann, weil ich finde es auch sehr schön, wenn wir heute Abend alle in Prora sitzen würden und vielleicht von da aus in die Welt das tragen könnten. Aber Prora ist eigentlich auch schon eine Geschichte der Privatisierung an sich, allerdings eine bisschen andere, weil nicht direkt über die Treuhand, sondern über das Bundesvermögensamt. Dort wurden Militärliegenschaften, und Prora war ja eine ehemalige Militärliegenschaft, versucht zu vermarkten, auch eben auch zu privatisieren und Geld einzunehmen. Und Prora hat sich da ganz besonders schwer gestaltet, weil es eine riesige Liegenschaft ist mit einem Gebäudekomplex, das 2,5 Kilometer lang ist, also aus 5 Häusern, die jeweils 500 Meter lang sind, besteht. Und lange hat das Bundesvermögensamt versucht, das über einen großen Investor zu vermarkten, also den großen Geldbringer zu finden, der das dann dort alles investiert. Und das ist letztendlich gescheitert. Und da hat dann auch der Landkreis Rügen, als ich Landrätin war, die Entscheidung getroffen, damit dort überhaupt mal was passiert. Denn über 20 Jahre stand das alles dort leer, hat Vandalismus an sich gezogen. Es ist nichts investiert worden. Also neben dem schönen Ostseebad Binz gelegen, viele Probleme, die einfach nicht angegangen werden konnten, haben wir gesagt als Landkreis, wir kaufen einen Block und richten dort eine Jugendherberge ein. Und das haben wir auch tatsächlich gemacht. Und mit dieser Entscheidung, das war nicht leicht, also für einen Landkreis, so klein wie wir es waren, zu entscheiden, dass man so eine Investition vornimmt.
Das musste lange diskutiert werden mit dem Kreistag und mit dem Land und mit dem Bund. Und am Ende haben wir es aber gemacht und haben dadurch eben auch so als Beispiel gezeigt, dass man nicht das Ganze verkaufen muss, sondern dass man eben für jeden Block individuell dann auch verschiedene Möglichkeiten finden kann. Also, dass es diese Jugendherberge gibt, da bin ich wirklich ein ganz klein bisschen glücklich drüber, weil das war eben dort ein Signal. Und jetzt wird da fleißig gebaut in den anderen Blöcken. Allerdings ist es auch wieder so, dass es eher nicht die Rüganer sind, die dort einziehen und sich Wohnungen kaufen können, sondern gerade in dieser Woche stand eben, dass der Scheich aus Dubai sich dort eine Wohnung kaufen kann. Und das sind eben mal so schlappe Millionchen, die dann aufgebracht werden müssen. Also da weiß man auch, dass das neue Probleme auch mit sich bringt. Also die unterschiedlichen Bedingungen, ich habe es ja gesagt, wie es den Einwohnern hier auf der Insel geht, die vom Tourismus leben oder die beschäftigt sind, und die anderen, denen es eben richtig gut geht und die ja gar nicht wissen, wohin mit ihrem Geld und das irgendwie in Beton investieren müssen. Da tun sich neue Spannungsfelder auf. Das muss man wirklich so sagen. Ja, vielleicht können wir dazu im weiteren Verlauf noch mehr sagen. Es gibt noch andere Beispiele auf der Insel. Da ist zum Beispiel auch das Fischwerk in Sassnitz. Also zu DDR-Zeiten waren die Konserven von der Insel immer sehr begehrt. Ne? Heringsfilet, Tomate, der Renner schlechthin. Das sollte an ein Unternehmen aus Cuxhaven verkauft werden durch die Treuhand. War ganz klar, er wollte die Konkurrenz natürlich tot machen, die es hier gibt. Da haben sich aber die Fischwerkerinnen so sehr auf die Hinterbeine gestellt und alles in Bewegung gesetzt, was die Politik auf der Insel so zu bieten hatte, sodass die Treuhand das nicht einfach machen konnten. Und am Ende wurde mit Hilfe eines Management-Buyouts tatsächlich diese Fabrik gerettet und mit Investoren, die natürlich geholfen haben, tatsächlich ein sehr guter, moderner Betrieb, der bis heute erstklassige Konserven produziert, erhalten. Auch ein schönes Beispiel, aber nicht einfach und nicht selbstverständlich. Und hätten die Frauen damals nicht so tapfer gekämpft, wäre es wahrscheinlich auch den Bach runtergegangen. Vielleicht soweit erstmal. Ja, vielen, vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Ja, Management Buyout ist ja relativ selten geglückt, ne? Auch weil die Treuhand, dazu können wir sicherlich nachher nochmal kommen, weil die Treuhand eigentlich kein Interesse daran hatte an Management Buyout, weil das hieß ja, dass der Betrieb in den Händen von Ostdeutschen bleibt, nicht wahr? Und oftmals ist es sogar so gewesen, dass Ostdeutsche mehr bezahlen mussten, als der Betrieb westdeutschen Investoren angeboten wurde. Ja, vielleicht doch jetzt noch eine Frage im Chat ganz kurz. War auch Urlaub auf Kuba möglich? Über das Reisebüro der DDR, was Sie ja erwähnt haben? Ja, Urlaub auf Kuba war natürlich möglich. Es gab ja auch sogar ein Urlaubsschiff, mit dem man nach Kuba reisen durfte. Ich habe ja die Serie auch, das ist ja auch gesehen. Also ich bin nie auf Kuba gewesen, bis heute nicht, aber es waren doch allerhand auch da. Aber es war, also das muss man vielleicht der Ehrlichkeit halber sagen, es war sehr limitiert, oder? Es war nicht einfach, auf Kuba zu kommen. Es war nicht einfach und es waren auch nicht viele, bestimmt nicht. Ja, und es waren, glaube ich, auch vor allen Dingen Auszeichnungsreisen, ne? Also das ist damit Leute... Richtig, richtig. Ja, unsere Urlauberschiffe beide, erst die Heckert und die Völkerfreundschaft. Ich weiß das ganz genau. Mein Onkel war Schiffspörser auf der Völkerfreundschaft. Und das waren überwiegend doch Auszeichnungsreisen von den verschiedenen Institutionen. Mal fuhr das für die Landwirtschaft, mal für die Jugend. Also es waren in erster Linie Auszeichnungsreisen. Aber es gab auch Auslandsreisen nach Kuba, sogar nach Japan und sogar nach Jugoslawien über Jugendtourist. Ja. Das kriegten die Betriebe dann angeboten, auch limitiert natürlich. Ich kriegte mal eine Reise für einen Jugendlichen, der gut gearbeitet hat, nach Japan, der die dann aber nicht
genommen hat, weil er, da wird jetzt so manch einer schmunzeln, weil er doch einen Tiefkühlschrank in Aussicht hatte und den dann doch lieber für seine Familie kaufen wollte, anstatt mit Jugendtouristen nach Japan zu fahren. Ich habe damals auf ihn eingeredet wie so ein Buch, weil das ja wirklich eine ganz seltene Reise war, aber er zog dann doch den Tiefkühlschrank vor. Ist vielleicht eine nette Episode am Rande, aber die Reise musste ich dann auch wieder zurückgeben, weil sie eben limitiert war für einen Jugendlichen mit Aktivitäten aus der Produktion. Also das war dann auch für die Betriebe genau vorgeschrieben, in welche Richtung man das geben sollte. Es gab so manchen anderen, der gerne gefahren wäre. Ja, vielen Dank. Jetzt würde ich am liebsten nachfragen, was der junge Mann geleisten musste oder was er Besonderes vollbracht hat, damit er so eine Auszeichnung bekommt. Das kann ich gleich beantworten. Der war Schlosser bei uns in der LPG und war aktiv in der FDJ. Das war eigentlich die Grundvoraussetzung. Viel was anderes nicht. Er war nicht mal Genosse. Also das vielleicht auch noch mal gleich, weil das ja sonst immer gleich heißt, man musste in der SED gewesen sein. Ist er nie reingegangen, war er nie. Aber er war aktiv in der Jugendarbeit, hat viel gemacht und war ein anerkannter und guter Schlosser. Gut, Dankeschön. Ja, Frau Lattendorf, wollen Sie gleich weitermachen mit Ihrer Geschichte von der LBG bis von der LBG bis zur Erfahrung betreuend, von der Kaderleiterin, ne? Ja, bei mir ging ja das Leben nicht so ganz glatt vorwärts. Ich bin 1946, wie gesagt, geboren in Wismar, bin dann aber in Schwerin aufgewachsen und habe dort in Schwerin meine Schule abgeschlossen und wollte unbedingt Lehrerin werden und das war mein Traum, aber der ging nicht in Erfüllung. Das war 1961, als ich mich beworben habe und da hat man dann gesagt, nee, deine Familie ist nicht so super, mein Vater war republikflüchtig, muss ich vielleicht dazu sagen und damit hatte man schon ein paar Schwierigkeiten. Aber das hat sich nachher gegeben. Ich habe dann eine Lehre bei der Deutschen Post angefangen und muss sagen, diese Lehre hat mich wirklich geformt. Das war eine sehr vielseitige Lehre. Wir sind damals noch in allen möglichen Dingen ausgebildet. Wir hatten sogar ein bisschen Französisch. Also es war eine sehr vielseitige Ausbildung, die mich geprägt hat. Und ich wäre eigentlich, wenn ich nicht meinen Mann, der Förster ist, kennengelernt hat, wahrscheinlich bei der Deutschen Post mit der Laufbahn weitergegangen. Ich habe es bis zum Hauptassistenten gebracht. Mein Studienplatz war schon vorbereitet, aber dann habe ich einen Förster geheiratet. Und durch diesen Förster bin ich dann hier in den Kreis Grimm gekommen, in ein kleines Dorf, fernab von den großen Straßen und den großen Städten, damals ohne Auto, ziemlich schwierig. Ich konnte in meinem Beruf auch nicht arbeiten. Und so habe ich dann hier im Dorf Arbeit gesucht. Das war ja damals, gab es ja eine Infrastruktur in den Dörfern, wo es alles gab, Kindergarten, Konsum, so alles, was gebraucht wurde. Und ich habe dann erst als Kindergartenhelferin angefangen, in Vertretungsweise und dann ist die LPG auf mich zugekommen, weil die eine Milchleistungsprüferin brauchten und haben mich gefragt, ob ich denn als Milchleistungsprüferin anfangen würde. Und da ich ja im Unterricht auch in Schwerin Unterrichtstag in der Produktion in der Landwirtschaft hatte, war mir auch ein Kuhstall nicht fremd und ich habe dann gesagt, gut, okay, das mache ich und bin dann als Milchleistungsprüferin in dieser LPG angefangen. Habe mich dann qualifiziert, habe einen Facharbeiter gemacht, habe mich weiter qualifiziert und dann wurde ja die Umstrukturierung hier auch in den Landwirtschaftsbetrieben weitergeführt und es wurden Großbetriebe, also aus vielen LPG fusionierten dann die großen Kooperationsbetriebe.
Und damit brauchte man auch jemanden, nicht der LPG-Vorsitzende alleine oder der Kooperationsleiter war in der Lage, das Personal alleine zu bewerben. Also brauchten sie eine Kaderleiterin und ich wurde dann in der Vollversammlung zur Kaderleiterin bestätigt und habe dann in diesem Betrieb die Personalarbeit gemacht. Das war aber nicht so, wie man das heute so sieht, nur Personalarbeit, sondern der Kaderleiter in einer LPG, der war auch gleichzeitig der Sozialarbeiter, der war auch gleichzeitig dafür verantwortlich, dass der Feriendienst funktionierte, um jetzt wieder auch auf den Feriendienst zurückzukommen. Wir sorgten dafür, dass es Kindergartenplätze war. Ich habe verhandelt mit Betrieben, weil wir uns keinen eigenen Kinderferienlager leisten konnten, mit Betrieben, die uns dann Plätze zur Verfügung stellten. Dafür kriegten die dann einen Ferienplatz auf Rügen, den wir hatten. Also diese Tauschgeschäfte funktionierten ja damals auch über solche Dinge. Das hat alles, glaube ich, in dem Zusammenlegen der Genossenschaften eine gute Arbeit geleistet. Also das war eine sehr interessante Arbeit. Ich habe die bis 1990 mit sehr viel Engagement und sehr viel Liebe gemacht. Meine Kollegen und ich, wir haben auch sehr viel gesellschaftlich gearbeitet. Wir haben einen Faschingsclub gehabt. Wir haben in den Genossenschaften eine Volkstanzgruppe gemacht. Also alles diese Dinge, die eigentlich dazugehörten. Unser Betrieb war sehr groß. Wir waren in 32 Ortschaften über 5000 Hektar verantwortlich. Also das war schon auch so eine Mischung dann von Volkseigentum und genossenschaftlichen Eigentum durch diese Fusionierung der Betriebe. Und insofern traf uns dann nachher auch die Treuhand. Die Genossenschaften waren ja ein bisschen außen vor, aber die Treuhand hat auch bei uns zugeschlagen. Und zwar in der Form, dass wir viele Dinge, die wir bewirtschafteten, auch also Ackerflächen, Grundstücksflächen, die dem sogenannten Volkseigentum gehörten, mitbewirtschafteten. Und insofern, als dann die Treuhand und die Privatisierung losging, hieß es ja dann auch, aus dem genossenschaftlichen Eigentum können wir, das war übrigens hier das Foto, was jetzt eingeblendet ist, das muss ich jetzt ganz schnell dazwischen schieben, das war unser letztes riesengroßes Fest in der Kooperation, und zwar 1988 hatten wir 35 Jahre LPG und haben dort in unserem Kulturraum, der auch der Treuhand zum Opfer gefallen ist, dann eine Ausstellung über die Jahre mit Bildern aus der Entwicklung der Genossenschaft gezeigt. Und die Leute standen davor und suchten ihre Familien, ihre Verwandten von dem Anfang der Genossenschaft bis zu diesem Zeitpunkt. Also es war ein ganz tolles Fest, in dem wir dort dann nochmal aufzeigten, was wir alles so geleistet haben im Laufe der Jahre. Man glaubt es nicht, die in dem gepunkteten Kleid, das bin ich. Doch, man glaubt es. Das glaubt man sofort. Das glaubt man. Also das ist, ich habe dort die Erklärung gemacht in dieser Ausstellung. Und wir haben, wie gesagt, dann Ackerflächen zurückgeben müssen. Wir haben Grundstücke zurückgegeben müssen, von denen es war ja dieses schlimme Gesetz, Rückgabe statt Entschädigung. Und dadurch haben wir auch viele Liegenschaften, die wir in der Genossenschaft bewirtschaftet haben, die wir auch über Jahre mehr oder weniger gut unterhalten haben, aufgrund, das muss man ja sagen, das war ja der Fehler, den wir in der DDR gehabt haben, bei diesen niedrigen Mietpreisen konnte man eigentlich mit diesem Geld die Wohnung auch schwer wieder instand setzen. Also das war ein Problem, was wir hatten, und dadurch, wie gesagt, sind diese Häuser und auch Ackerflächen dann zurückgeführt worden an die Privatbesitzer, die dann auch aus dem Westen wieder anrückten und dann ihre Ansprüche stellten. Und das wurde dann über das Bundesamt für Vermögensfragen wieder zurückgeführt, oftmals auch an die ehemaligen Besitzer, die damals eben in den 50er Jahren hier alles hinterlassen hatten und weggegangen sind.
aus sehr unterschiedlichen Gründen. Sie waren nicht alle Opfer der Regierung. Also das ist auf jeden Fall auch oftmals waren es Steuerschulden und es waren eben auch manchmal auch Delikte, die dann dafür so. Und das Schlimme war, es wurde dann, wir mussten das ja alles leerziehen und hier dieser Artikel zeigt ja eigentlich auch dann, dass man teilweise dann gewartet hat, dass sich irgendeiner meldet, ein Investor, und das musste dann alles, ja, das wurde verlassen, auch Gutshäuser wurden verlassen, die dann dem Verfallpreis gewesen waren und auch das, was vorhin Kerstin auch schon gesagt hat, wo es dann auch, naja, eben Leute gab, die dann versuchten, dort überall auch zu randalieren, beziehungsweise sich dort auch Dinge rauszuholen. Es gab ja keinen Besitzer dann in dem Moment. Es gab zwar die Treuhandanstalt oder das Amt für offene Vermögensfragen, die das hatten, aber das blieb eben, bis es dann veräußert wurde für 1 Euro oder auch nicht. Einige Stallanlagen sieht man ja auch heute noch in der Landschaft, die dazu beitragen, dass das eben nicht verkauft worden ist und dass das nicht so schön aussieht. Also das war dann schon, das war schon eine Dramatik, die sich dort abgespielt hat. Und wir mussten, dann kamen die Glücksritter aus den alten Bundesländern, die Fleischaufkäufer. Wir wurden ja auch unsere Waren nicht mehr los und die Fleischaufkäufer haben dann für ein Apfel und ein Ei hier bei uns die im Nachbarbetrieb hatten wir eine wunderbare Pferdezucht im volkseigenen Betrieb. Dort wurden die guten Reitpferde für fast nichts in den Westen transportiert und waren dann weg. Also es war tatsächlich so, wie das vorhin schon geschildert wurde. Das Problem, was Christa Luft vorhin angeschnitten hatte, war ja auch, dass die D-Mark nicht dazu beigetragen hat, unsere Waren weiterzukaufen. Ich weiß, ich habe in unserem Dorfkonsum gestanden und habe eingekauft und neben jedes Dorf hatte ja seinen Konsum, sein oder HO-Geschäfte oder je nachdem, was gerade dort war, nicht wie heute, dass man eben überlanden muss. Und da standen dann die Leute und kauften die neuen Westwaren. Und daneben stand das Sauerkraut aus unserer Produktion und das Sauerkraut aus Schleswig-Holstein. Und das Sauerkraut aus Schleswig-Holstein wurde in den Einkaufskorb gestellt. Und ich habe dann zu den Leuten gesagt, hallo, wieso nehmen... Und wir haben eine Kohlproduktion gehabt im Betrieb auch und eine Riesengärtnerei. Und da habe ich gesagt, warum kaufst du jetzt das Sauerkraut aus Schleswig-Holstein und nicht das, was du selber produziert hast? Darüber haben die gar nicht nachgedacht. Es war auch Neugier auf die Produkte aus den alten Bundesländern und das haben wir ja so lange nicht gehabt. Mal sehen, ob das anders ist, ohne dass sie darüber nachgedacht haben, dass sie ja ihren eigenen Betrieb dadurch eben in Frage gestellt haben. Und das war schon eine Dramatik, dass dieses Westgeld, was dann nachher dort war, doch nicht in Produkte bei uns gegangen ist, sondern es wurde dann doch in Produkte aus den alten Bundesländern angelegt, ob es die Autos waren, ob das, also der Westen hat im Grunde genommen einen riesen Absatzmarkt gehabt. Das war schon erschreckend. Ich hatte das große Glück, mit einer Delegation der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe, das war das, was woanders die Gewerkschaft, bei uns war es der VDGB, hatte ich das große Glück, 1989 im Dezember mit einer Delegation meine erste Westreise und mit Pass, der eingereicht werden musste, nach Bonn-Röttgen zu einem Austausch mit Landwirten und Kommunalpolitikern in den alten Bundesländern. Und das Gleiche, was Christa Luft erlebt hat, und ihr müsst euch doch freuen auf die Einheit. Und solche Diskussionen haben wir auch gehabt. Und das war dann schon schwierig. Wir haben aber das große Glück auch gehabt, dass wir Leute hatten, die uns auch über die Bundesrepublik die Wahrheit gesagt haben. Also wir waren damals ja noch keine Konkurrenten, das war ja 89, wir waren ja noch die Landwirte aus dem Osten und das andere waren die Westlandwirte und da wurde noch
ehrlich miteinander geredet, was 1990, als ich dann auf der Grünen Woche als Erklärer noch für den VDGB war, absolut nicht mehr der Fall war. Da waren wir schon Konkurrenten und da wurden wir dann auch so behandelt, wie Christa Luft das geschildert hat, also nicht mehr so freundlich und so, dass man das an. Aber diese ganzen Treuhanderlebnisse, die dann hier auf mich zugekommen sind, ich bin dann 1992 Bürgermeisterin in meinem Dorf hier, in dem ich wohne, geworden und habe dann auch erlebt, wie die Interessenten, ich würde es mal ganz höflich formulieren, aus den alten Bundesländern hier kamen und versuchten, uns dann für dumm zu verkaufen. Und hier bestimmte Dinge für wenig Geld oder mir wurde sogar ein Golf angeboten, wenn ich das vermittle, dass er das und das bekommt. Also es waren schon Glücksritter genügend unterwegs. Ich habe dann, mit Kerstin. Kerstin war ja damals für die Insel Rügen. Wir waren ja ein anderer Kreis. Heute sind wir ja ein Kreis, was ich auch schön finde, dass wir zusammengehören. Aber damals war ich im Kreis Grimm und Kerstin war im Kreis Rügen und wir beide kandidierten für die Volkskammer. Kerstin hat es geschafft. Unser Kreis war so schwarz, dass da nichts zu machen war. Das war schon interessant, auch in dieser Zeit dann zu erleben, wie sich auch bestimmte Strukturen geändert haben und man hat dann ja auch tiefer reingeguckt. Ich bin dann 92, wie gesagt, Bürgermeisterin geworden und habe dann erleben müssen, wie so nach und nach immer mehr verschwand. Der Konsum verschwand dann, weil sich die Konsumgenossenschaften auflösten. Es verschwanden dann, ich bekam dann die Anweisung, der Kindergarten muss verändert werden, weil ein Kindergarten keinen Bildungsauftrag hat, sondern nur eine Struktur der Aufbewahrung für die Kinder hatte, was für uns, ich habe meinen Kindergärtnerinnen gesagt, ihr arbeitet genauso weiter wie bisher. Also es waren spannende, schwere und sehr schwierige Jahre. Ich hatte, vorhin ist das ja angeklungen, Kaderleiter habe ich mich dann selber versetzt. Ich hatte ja noch die Möglichkeit, bei uns im Schweinestall brauchte man jemand abgehauen war, gleich nach drüben, um dort Arbeit zu finden. Und dann habe ich mich dorthin versetzt, um ganz einfach die Leute, die ich eingestellt hatte, die ich zur Qualifizierung geschickt hatte, die ich zur Weiterbildung geschickt habe, denen ich versprochen habe, dass sie in unserer Genossenschaft eine Entwicklung gehen können, nicht entlassen zu müssen und dann sagen, nein, ich hätte es nicht gekonnt, ich hätte mit jedem mitgeheult. Das wäre einfach nicht gegangen. Und insofern habe ich gesagt, ich gehe in Stall arbeiten. Das war die vernünftigste Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Hat mir auch die Achtung meiner Kolleginnen und Kollegen eingebracht. Und ich hatte meinen Kopf frei. Körperliche Arbeit macht ja den Kopf frei. Und ich habe in diesem einen Jahr oder in diesem Dreivierteljahr dort auch gesehen, unter welchen schwierigen Bedingungen die Menschen gearbeitet haben. Und dann ging es ja rum, wir mussten die Vermögenswerte unserer Genossenschaft auflisten für das Bundesvermögensamt beziehungsweise auch für die Umwandlung. Denn die Genossenschaften in dem Sinne, wie wir sie geführt haben, die wurden ja auch verändert. Und wir haben, ich war damals im Aufsichtsrat unserer LBG, wir haben dann eine Aktiengesellschaft aus unserer Genossenschaft gemacht. Und ich war mit einmal auch Aktionär. Das war natürlich auch eine neue Erfahrung, die ich aber heute nicht mehr besitze. Meine Aktien habe ich dann an die Genossenschaft zurückgegeben. Wir haben das damals, muss ich sagen, wir sind eine der Genossenschaften gewesen, die auch dafür Sorge getragen haben, dass alle Mitglieder was von ihrem eigenen Vermögen eben wieder zurückbekommen haben in Form von Aktien. Der Betrieb, den gibt es heute noch, zwar mächtig abgespeckt von den damals 700 Beschäftigten, die es in Mitschlosserei und alles, was so dazugehörte, Maurergewerke, Ledigenwohnheim, alles diese Dinge, dadurch diese hohe Beschäftigungszahl, das wurde ja alles ausgegliedert und insofern gibt es heute
in eine Aktiengesellschaft mit 3 GmbHen. Also diesen Betrieb gibt es noch und der ist nach wie vor sehr gut aufgestellt. Und da ist auch, bin ich heute stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen, die das weitergeführt haben. Ja, das vielleicht erstmal ganz kurz dazu. Nein, ich möchte noch was ergänzen, wenn ich darf. Durch meine Arbeit dann nachher bin ich durch die Umschulung, die ich gemacht habe, bin ich dann nachher auch mit Computern in Kenntnis gekommen und ich bin dann Geschäftsführerin des PDS-Kreisverbandes geworden und dadurch bin ich über den gesamten Kreis 94 nach Ribnitz, Damgarten, Stralsund, Nordvorpommern konfrontiert worden mit vielen, vielen Dingen. Und Kerstin hatte das Fischwerk in Sassnitz angeführt. Das war ja das Fischkombinat insgesamt. Wir hatten in Barth auch das Fischwerk. Da haben die das leider nicht geschafft. Die Barther Fischkonservenfabrik wurde leider dann diesem Druck nicht standgehalten. Wir hatten in Ribnitz-Damgarten im Rahmen des VEB-Faserplattenwerk Ribnitz-Damgarten, das zum Möbelkombinat gehörte, einen Betrieb mit 1700 Beschäftigten, der auch verkauft wurde dann und dann platt gemacht wurde anschließend. Das sind so Dinge, die mich dann nachher im Nachhinein im gesamten Kreis unheimlich bewegten. Auch die ganzen Dinge, die sich um die Volkswerft abgespielt haben. Wir hatten einen Partnerschaftsvertrag mit der Volkswerft und insofern hat mich das eben, wie gesagt, auch bewegt, weil ich diese Betriebe auch alle kannte. Ja, vielen, vielen Dank für diesen sehr plastischen Bericht. Aus Ihrem Landkreis und vor allen Dingen von der Landwirtschaft. Das ist sehr, sehr interessant und korrespondiert auch mit einer Person aus der Ausstellung, nämlich auch eine Katerleiterin aus Oberschöneweide, die genau die gegenteilige Geschichte erzählt. Sie hat über 1000 Kündigungen ausgefertigt und das hat sie jahrelang verfolgt und sie beschreibt also, dass sie das eigentlich bis heute träumt, ja. Was das für, wie schwierig das für sie war, die eigenen Kollegen zu entlassen. So, also erstmal vielen Dank an diese Runde. Wir haben jetzt mehrere Fragen. Ich sage mal, an Christa Luft gibt es 2 Fragen. Konnte die BRD-Regierung die Folgen der Währungsunion, die Sie beschrieben haben, tatsächlich nicht verstehen, nicht begreifen, so hatten Sie es gesagt, oder haben Sie das bewusst nicht haben Sie es bewusst in Kauf genommen und wussten Sie sehr wohl, Sarrazin hat das mal in einem Interview gesagt, dass sie sehr wohl, dass sehr wohl absehbar war bei diesen Maßnahmen, dass es an die 4 Millionen Arbeitslose geben wird. Das ist die eine Frage. Und die zweite an Christa Luft. Was wäre denn anders gelaufen, wenn tatsächlich die Anteilsscheine umgesetzt worden wären? Also wenn jeder DDR-Bürger, bleiben wir mal bei dem rechten Beispiel, 16 Millionen, ein 16-Millionstel vom Volkseigentum abbekommen wäre, nach den Berechnungen von dem Herrn Dr. Gebhardt, der ja diese Idee entwickelt hat, ein Physiker von der Akademie der Wissenschaften Berlin, wären das zwischen etwa 40.000 und 60.000 Mark der DDR gewesen. Was wäre anders gelaufen? Das sind die beiden Fragen aus dem Chat an Christa Luft. Und es gibt noch eine Bemerkung, und zwar zur Einschätzung der Entwicklung, dass nämlich die, jetzt sehe ich es hier nicht mehr richtig, ich kann es jetzt nicht mehr ganz lesen, weil wird jetzt immer nachgeschoben mit den Fragen, dass die Umwandlung der in D-Mark, dass das eigentlich das Todesurteil
für die DDR-Wirtschaft gewesen ist. So sagt der Präsident der Bundesbank, dass das der Herr Pöhl keine andere Volkswirtschaft, also keine Volkswirtschaft der Welt ausgehalten hätte, eine innerhalb so kurzer Zeit eine Währungsreform ja, durchzuführen. So, jetzt, ich mache das jetzt mal, damit wir keine Frage verpassen, der Effizienz halber weiter an Frau Kassner wird die Frage gestellt, wie ist es denn den, wodurch ist es denn den Fischwerkern gelungen, den Betrieb zu erhalten und zu verhindern, dass es dass er verkauft wird? Welche Aktionen haben die Fischwerker gemacht? Ja, weil wir wissen ja aus von anderen Betrieben, also das schlimmste Beispiel ist ja immer Bischofferode, ja, dass es bis zum Hungerstreik gegangen ist. Batteriewerk Oberschöneweide gab es übrigens davor schon einen Hungerstreik, was nichts geholfen hat. Ja, also die Maßnahmen konnten noch so drastisch sein. Es hat nicht dazu geführt, dass die Treuhand ihre Strategien verändert haben. Also hier die sehr wichtige, gute Frage, was haben die Fischwerker getan, damit ihnen das gelungen ist? Und an Frau Latendorf, setzen sich die Neurügner bzw. die zurückgekehrten Nachkommen von Altrügnern mit der DDR-Geschichte der Insel auseinander? Gibt es Interesse, etwas aus den Jahren und über die Wendezeit zu erfahren? Vielleicht noch eine Frage, dann sind wir wieder auf dem Stand. An das Gesamterzählerteam trifft alle. Anfang der 2000er Jahre wurde im Bundestag die Nutzung der historischen Gebäude in Prora als Hochschule diskutiert. Wie bewerten Sie aus Ihrem jeweiligen Fachgebiet diese Idee? Ein Wagnis für die öffentliche Hand, aber vielleicht mit einer besseren Perspektive für den historischen Ort. Ja. Gut, wo wollen wir anfangen? Wollen wir, wer möchte anfangen? Ja, ich fange an. Gut. Oh, jetzt sind Sie ganz dunkel. Können Sie die Lampe wieder anstellen? Sie sind fast nicht zu sehen. Können Sie Ihre Lampe wieder anstellen? Ja, es ist gut. Es ist ein bisschen besser. Es ist wie eine Kerze. Naja, also ich kann zunächst mal nur zur ersten Frage was sagen. Zur zweiten Frage was sagen. Die erste habe ich akustisch nicht ganz verstanden. Die zweite Frage war, was wäre anders geworden, wenn es diese Anteilsscheingeschichte gegeben hätte. Also ich will mal daran erinnern, das war eine Zeit, in der alle, die irgend glaubten, irgendwas auf der Pfanne zu haben, an die Öffentlichkeit traten. Es waren nicht Arzt und Gebhardt allein, die mit den Anteilsscheinen kamen. Es kam ein Graf Matuschka aus Bayern, der hatte ein Beratungsunternehmen mit 300 Leuten. Er selbst hatte Kinderlähmung, lief an zwei Stöcken, war also äußerlich ein gebrechlicher Mann, aber er hatte unerhört Power und wollte unbedingt den Markt in der DDR aufreißen und Anteilsscheine verkaufen. Also das war eine Idee, die nicht nur Arzt und Gebhardt hatten, sondern viele andere auch. Mhm. Ich habe vorhin schon gesagt, weshalb, also erst war es ein Zeitproblem, das ging gar nicht umzusetzen bis zur Wahl. Zweitens war es aber auch ein substanzielles. Die DDR-Industrie brauchte Investitionen. Die hatte nichts zu verschenken. Die brauchte Geld. Und wer hätte uns Geld gegeben, wenn jeder Betrieb, sagen wir mal, 100, 200, 300 Aktien an Private ausgegeben hätte? Da hätten die sich an den Kopf gefasst, hätten gesagt, es ist schon manchmal schlimm, mit einem sich auseinanderzusetzen, aber mit Hunderten nicht. Also ich habe schon vorhin gesagt, emotional habe ich der Sache sehr nahe gestanden, weil eben das Prinzip hatte gelten müssen,
wer es geschaffen hat, soll davon auch den Nutzen haben. Aber so ging das leider nicht. Ich sehe es bis heute nicht anders. Und ich kann mir nicht vorstellen, woher wir hätten das Geld bekommen sollen für Investitionen, wenn wir eine Industrie gehabt hätten, die sozusagen per Anteilsschein verkauft ist, verteilt ist. Können Sie zu der ersten Frage noch mal ein Stichwort sagen, weil ich das akustisch nicht mitbekommen habe? Ja, das ist ein Statement, das sagt, dass das eigentliche Genick, also die DDR-Wirtschaft, dass der DDR-Wirtschaft das Genick gebrochen wurde durch die Umwandlung in D-Mark, dass das der eigentliche Grund war, weshalb ganz viele Betriebe plötzlich zahlungsunfähig gewesen sind, beziehungsweise ja auch Riesenschulden aufgebürdet bekommen haben, die eigentlich keine Schulden waren nach der Struktur der DDR und der Finanzstruktur der DDR. Und es wird hier gesagt, dass eben selbst der Bundesbankpräsident Pöhl gesagt hätte, das hätte keine Volkswirtschaft der Welt überstanden, eine solche rabiate, unvorbereitete Währungsreform. Was Sie dazu sagen? Ja, ich kann da auch aus eigenem Erleben etwas beitragen. Am 7. Februar 1990 hat Kohl diese Sache per Medien übermittelt, dass er der DDR-Bevölkerung hartes Geld anbietet. Am 6. Februar war Herr Pöhl, der Bundesbankpräsident, beim Präsidenten der Staatsbank der DDR und bei mir. Hat sich über den Stand der Reformen informiert, war völlig mit uns einer Meinung, dass man erst die Wirtschaft reformieren muss, bevor man über irgendeinen Währungsdeckel nachdenken kann. Das war seine feste Position. Im Übrigen hatten andere, die uns damals besucht haben, auch diese Auffassung. Karl Schiller, der frühere Bundeswirtschaftsminister, SPD, war zusammen mit Foscherau aus Hamburg, dem damaligen ersten Bürgermeister von Hamburg, bei uns, auch bei mir, hat sich erkundigt, was habt ihr denn auf der Pfanne für die Wirtschaftsreform? Aha, ja, es muss bloß alles ein bisschen schneller gehen, aber sonst ist es schon die richtige Richtung. Und Schiller hat damals wörtlich gesagt, er hat es uns auch noch schriftlich gegeben, wenn zwei sich vereinigen, muss der Dazugekommene nicht von Stund an werden, wie der andere schon ist, sondern der hat auch etwas mitzubringen, was man achten muss. Und das Ganze kann auch, diese Annäherung kann auch bis zu 10 Jahren dauern. Das war die Position von Leuten, die was davon verstanden. Ja. So, und Pöhl verlässt uns am 6. Februar, fährt zum Flughafen, fliegt nach Bonn, Köln-Bonn, steigt dort aus und hört in der Lobby des Flughafens eine Rede von Kohl, wo der das eben sagt, er bietet der DDR das an. Pöhl sagt, er wusste nicht mehr, ob er Männlein oder Weiblein ist. Über den Bundesbankpräsidenten hinweg so etwas zu machen, er war vorher nicht konsultiert worden. Das ist welteinmalig. Er hatte eigentlich vor, sofort auszusteigen aus seinem Amt. Das hat er dann noch ein paar Monate laufen lassen. Als wir in Bonn waren, ich habe vorhin diese Bonn-Reise erwähnt, Mitte Februar, da fand ich abends, also das war am 12. und 13. Februar, am 6. war dem Pöhl das passiert. Ich komme abends in mein Hotelzimmer sehr spät, wir haben dort ja fast Tag und Nacht getagt. Ich komme in mein Hotelzimmer, sehe einen riesengroßen gelben Rosenstrauß auf meinem Zimmer auf dem Tisch stehen, mit einem Kärtchen drin. Ich hatte gar nicht die Zeit, das sofort anzugucken, weil da wieder noch etwas anstand. Am nächsten Morgen gucke ich mir die kleine Karte an. Handgeschrieben von Pöhl. Liebe Frau Luft, es ist mir unerhört peinlich, was da passiert ist. Ich sage Ihnen noch einmal, ich war ehrlich zu Ihnen, zu dieser Meinung stehe ich immer noch. Und das Ganze war ohne mein Wissen und ohne mit mir gesprochen zu haben, dass Kohl das in die Welt gesetzt hat. Also das dazu. Ich will an dieser Stelle noch mal sagen, was ich eigentlich vorhin schon mal vorhatte. Ich habe einen unerhörten Frust natürlich auf die Treuhand, keine Frage. Aber was mir bisher viel zu kurz kommt in der Bundesrepublik, ist, die Bundesregierung mal zur Brust zu bitten. Denn die Bundesregierung hat die Weichen gestellt für diese Treuhand.
die hat zugesehen, wie der Währungskurs gemacht worden ist zwischen D-Mark und Mark der DDR, was eben vielen unserer Betriebe dann das Genick gebrochen hat. Das wäre jedem anderen Land passiert. Es hat mal einer gesagt, wenn man Österreich an die Bundesrepublik angeschlossen hätte, der Schilling stand damals zur D-Mark 7:1, hätte man wäre mit Österreich das noch viel schlimmer passiert als mit der DDR. So. Also diesen Kurs verantwortet die Bundesregierung. Die Bundesregierung verantwortet die Unterstellung der Treuhand unter das Finanzministerium statt unter das Wirtschaftsministerium. Bei letzterer Unterstellung wäre die Aufgabe viel größer und zwingender gewesen, Strukturpolitik zu beeinflussen, Investitionen zu beeinflussen, um sich um Märkte zu kümmern, statt nur zu verscherbeln. Die Bundesregierung verantwortet auch das Prinzip Rückgabe vor Entschädigung, was jahrelang, zum Teil Jahrzehnte, Investitionen verzögert hat in der DDR. Die Bundesregierung verantwortet das Altschuldenprinzip. Man hat die Betriebe, die zu privatisieren waren, mit Altschulden belastet, mit einem Rucksack, mit einem solchen, mit Schulden in die Privatisierung zu gehen. Das ist so, als wenn ich mein Haus anbiete und sage, aber ich habe da noch eine riesen Hypothek drauf. Der das kaufen soll, der sagt, na, bist du bescheuert? Da lass mal den Preis nach. Und das führte also dazu, dass die Preise immer weiter in den Keller gingen. Die Bundesregierung verantwortet auch, dass es keine Anpassungsfristen gab, die viele Ökonomen gefordert haben. Der Professor Sinn, mag man zu Sinn stehen, wie man will, aber der hat natürlich einen Durchblick gehabt. Der hat gesagt, was die da mit der DDR gemacht haben, das war eine einzige Ramschaktion. Ein Wort von ihm. Die Bundesregierung hat zugesehen, dass die Treuhandmanager Haftungsfreistellung bekamen. Haftungsfreistellung auch für grobe Fehler. Dass Juristen sich das bis heute gefallen lassen, ist mir schleierhaft. Die Bundesregierung hat auch zu verantworten, dass es Boni gab für schnelle Privatisierung. Boni. Die haben ohnehin sich um und um verdient, die Manager, kriegten noch Boni, wenn sie die Zeiten der Privatisierung noch drücken. Also das sind doch Dinge, die müssen einmal zur Sprache kommen. Man kann nicht sagen, ach Mensch, lass mich mit dem Thema nach 30 Jahren in Ruhe, das ist doch nun mal abgegessen. Nein, das ist nicht abgegessen. Das ist auch deshalb nicht abgegessen, weil die Treuhand einige Dinge, die ihr oblegen hätten und die ihr beauftragt waren, nicht wahrgenommen hat. Nämlich Arbeitsplätze zu schaffen und Strukturen zu schaffen, die weltmarktfähig sind. Hat die doch gar nicht gemacht. Die hat das, was weltmarktfähig war, an ihre besten Kunden verscherbelt. Und das, was weniger gut war, das haben sie hier gelassen. Die Bundesregierung hat bis heute nicht Anstalten unternommen, um den Passow, der im Übrigen durch die Opposition, zu der die SED-PDS damals gehörte und die kleine grüne Bündnis 90-Fraktion, wir haben darauf gedrungen, dass in das Treuhandgesetz hineinkommt, also es ist dann mächtig verschwurbelt und weichgespült worden, unser Anliegen. Wir wollten, dass dort hineinkommt, wer bei der Währungsreform Geld verloren hat, der soll das später ersetzt bekommen. Jedenfalls einen Teil davon. Das steht dort drin. Überhaupt nicht, wird nicht angefasst. Also ich wünschte mir da schon, dass das Ganze nicht einfach beerdigt wird nach 30 Jahren, sondern dass man da nochmal nachfasst. Denn wir machen uns lächerlich vor der ganzen Welt. Und das, wie das zwischen Ost- und Westdeutschland gelaufen ist, die Westdeutschen bestimmen, was im Osten zu laufen hat, das ist nachher ja in der EU passiert zwischen Westeuropäern und Osteuropäern. Die Osteuropäer mussten sich auch wegducken, nur damit sie Geld bekommen für Investitionen. Also wir waren da schon ein böses Vorbild, muss ich sagen, was bei uns gelaufen ist. Also so viel dazu erstmal. Ja, vielen, vielen Dank. Es gab noch eine Frage, vielleicht können Sie ganz kurz dazu antworten, dass die, Sie hatten vorhin gesagt, dass die Bundesregierung so entschieden, also es nicht begriffen hat, was es bedeutet, ja, für die DDR-Wirtschaft und vor allen Dingen für die Arbeitsplätze. Das wird hier von einem Teilnehmer aus dem Chat nochmal nachgefragt. Haben Sie das
sind Sie der Meinung wirklich, dass es sozusagen Naivität war, dass die Bundesregierung geglaubt hat, das würde alles gut gehen? Oder war es eine politische Entscheidung, die nicht nach den wirtschaftlichen Folgen gefragt hat, die gar nicht die wirtschaftlichen Folgen ins Visier genommen hat? Wie ist Ihre Einschätzung dazu? War die Frage jetzt an Christa? Ja, die war jetzt an Christa. Aber wenn Sie was dazu sagen wollen, Frau Ladendorf, dann übernehmen Sie es. Ich glaube, sie hat sich verstanden. Dann übernehmen Sie es doch, ja. Ich habe hier Probleme, das zu verstehen. Deshalb weiß ich nicht, dass es an mich gerichtet war. Ach so, okay. Also ja, aber Frau Ladendorf, vielleicht wollen Sie dazu was sagen? Also ich denke, das ist in Kauf genommen worden. Ganz einfach, ich habe viel nachgelesen über die Treuhand im Nachhinein noch. Und ich muss sagen, es ist einfach auch eine politische Entscheidung gewesen, um jetzt die Möglichkeit zu kriegen, die DDR zu schlucken. Also das, denke ich, war ein politisches Kalkül, ohne zu bewegen. Ich glaube, also das, was ich gelesen habe, war auch, dass viele Bürger aus der DDR zu diesem Zeitpunkt dann in die alten Bundesländer gegangen sind und man auch diesen Schwall und mit diesen Almosen der D-Mark einfach auch unterbrechen wollte. Denn wir erinnern uns ja auch an diese Transporte, wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, dann kommen wir zu ihr. Und ich glaube, das war eine ganz einfache politische Entscheidung. Und man hat vielleicht nicht diese Ausmaße so gesehen, aber man hat das in Kauf genommen. Also es ist meine ganz persönliche Sie meinen nicht die Transporte, Sie meinen die Plakate. Die Plakate, kommt die D-Mark nicht nach hier, dann gehen wir zu ihr. So in ja, den ja, 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 ja. Übrigens ist das inzwischen nachgewiesen, dass die Plakate aus dem Westen da gab es eine sehr interessante Serie auf Deutschlandfunk, ja, der nun wirklich nicht dafür bekannt ist, irgendwie DDR-freundlich. Nee, oder vorsätzlich DDR-freundlich zu sein. Ja, also ja, vielen Dank erstmal, Christa Luft. Wir würden gerne mal das vielleicht zu den nächsten Fragen kommen. Ja? Frau Kassner, wollen Sie? Ja, ich würde gerne, die Frage war ja gestellt, wie haben die Fischwerkerinnen das geschafft, nicht auf diese Art und Weise privatisiert oder verscherbelt zu werden? Es war eben auch schon etwas Zeit vorangeschritten. Man merkte, wie die Treuhand agiert, dass eben Betriebe wirklich verramscht werden und viele, viele Menschen arbeitslos werden. Und als die Cuxhavener, ich sage jetzt mal keine weiteren Bezeichnungen, das erste Mal im Betrieb gewesen sind, haben... Wann ist das denn gewesen? Das war 92. 92, Da haben sie eben sehr deutlich gespürt, dass es ihnen nicht darum ging, das Werk zu erhalten, weiter zu bewirtschaften, sondern eben wirklich die Konkurrenz platt zu machen. Und das hat eben dazu geführt, dass sie sich Hilfe geholt haben. Und da muss ich wirklich sagen, sollte eigentlich auch heute mit dabei sein, der langjährige Bürgermeister von Sassnitz, Dieter Holz, der hat sich da wirklich sehr stark gemacht. Er ist mit den Fischwerkerinnen erst zum Land Mecklenburg-Vorpommern, hat dort Hilfe geholt. Dann ist er mit ihnen tatsächlich zur Treuhand gefahren und hat mit ihnen da verhandelt. Und sie haben das große Glück gehabt, dass sie auch einen Investor gefunden haben, der ihnen dann geholfen hat, auch die finanzielle Seite zu bestreiten. Also das war auch aus den alten Bundesländern, aber es war ein Rechtsanwalt, der auch Insolvenzverwalter war und dadurch eben auch ein gewisses Kapital zur Verfügung hatte. Und auf diese Art und Weise, sie haben eben ein Konzept vorgelegt, das die Treuhand nicht ablehnen konnte. Und so ist es dazu gekommen, dass sie eben ihr Werk erhalten konnten. Und wenn man jetzt noch mal nach Sassnitz fährt, das kann man ansehen. Es gibt daneben auch ein Bistro, wo man gleich die Produkte probieren kann. Also eine sehr gelungene, auch touristisch prima Sache. Also das ist wirklich sehr schön.
Ja, und die zweite Frage, also die Frauen waren wirklich tapfer und sind es bis heute. Die haben gekämpft eben. Die haben sich nicht mit dem zufrieden gegeben. Und die Umstände waren inzwischen, dass viele Leute das erkannt haben und dass man auch mit politischem Druck da auch nicht mehr sich alles gefallen lassen hat. Ne? Das ist das Wichtige gewesen. Was vielleicht in 90, 91 noch nicht möglich war, das ging dann aber 92. Ja. Ja, also es gab ja sehr, sehr viel politischen Druck. Es gab sehr viele Demonstrationen. Also das ist ja inzwischen auch aufgearbeitet. Es wurde ja lange gesagt, warum haben die Ossis sich nicht gewehrt? Nein, sie haben sich gewehrt. Es gab fast in jedem Betrieb, also das muss man der Vollständigkeit halber wirklich sagen, Demonstrationen und Proteste und also bis Straßensperrungen, Autobahnen, Besetzungen und so weiter. Ja, also daran hat es nicht gemangelt. Waren wahrscheinlich eine ganze Reihe von Umständen, die dazu geführt haben. Aber wie gesagt, wenn sie nicht so einen Druck gemacht hätten bei der Politik, wäre es so gekommen. Das muss man wirklich sagen. Es hat nicht immer Erfolg gehabt, aber dort hat es Erfolg, Gott sei Dank. Ja. Die zweite Frage, die mir gestellt wurde, betrifft Cora. Ja, Cora wurde unendlich diskutiert. Es gab ganz viele Verfahren. Wie geht man damit um? Es wurde nach Investoren gesucht, nach Inhalten gesucht. Aber die Hochschule hätte man sich sehr gut vorstellen können. Aber Mecklenburg-Vorpommern ist ja ein dünn besiedeltes Land. Wir haben zwei Hochschulen, also zwei Universitäten und mehrere Hochschulen in unserem Land bereits. Da etwas künstlich noch dazuzustellen, wäre sicherlich auch schwierig geworden, nur um die Hülle zu füllen. Und dann muss man sich auch die Dimension angucken. Das sprengt ja jede Vorstellungskraft im Verhältnis zu anderen Hochschulen und Universitäten. Also so riesig, gigantisch war es wirklich, wäre es schwer geworden. Es sind viele Dinge untersucht worden, was man macht. Ganz spannend fand ich das Projekt Die Mitte Proras. Dort hat anfangs mehrere Gebäudeteile vermietet worden. Dort haben sich Künstler angesiedelt, haben sich Galerien angesiedelt. Das war Museen angesiedelt, die dort wirklich die ganze Liegenschaft belebt haben. Aber witzigerweise waren sie dann auch diejenigen, die ganz schnell wieder rausgekündigt wurden, immer unter der Maßgabe, dort kommen jetzt die großen Investoren, die dort das alles bauen, da werden sich die Kräne massenhaft drehen. Und das war so in den 90ern, Anfang 2000er Jahren. Und da hat man sogar neu entstandene Unternehmen, die eben nach der Wende erst geboren waren, von Künstlern und anderen Selbstständigen, Töpferei zum Beispiel, die hat man auf diese Art und Weise dann wieder platt gemacht, ohne dass tatsächlich ein Investor kam. Ja, und es gibt noch eine zweite Frage an Sie beide, Nordlichter. Sie sind ja eigentlich alle drei welche, aber an Frau Ladendorf und Frau Kasser. Kennen Sie denn Menschen, die zurückgekommen sind, also Alt-Rüganer und neu zugezogene? Hier ist die Frage, ob diese Gruppen sich für die DDR-Geschichte der Insel interessieren und damit auseinandersetzen. Vielleicht fängt Christiane erstmal an und ich ergänze dann mal. Also über die Rüganer kann ich da ja weniger sagen, das wird Kerstin sagen. Aber hier in unserer Region muss ich sagen, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die neu hergezogen sind, die unheimlich interessiert sind, auch fragen und offen sind und hier eben einen neuen Lebensraum haben und sich mit der Geschichte befassen. Die gibt es auf jeden Fall. Von den Zurückgekehrten ist das etwas anders. Die haben ihre Familiengeschichte und leben in dieser Familiengeschichte und wollen eigentlich von dem anderen weniger wissen. Dann schon wieder die nächste Generation, die dann immer sagt, ja, aber danach gab es ja dann auch noch wieder was. Aber insgesamt muss ich sagen, ist Interesse von den Neuzugezogenen da.
wenn sie offen sind, also wenn sie auch sie integrieren sich auch und man merkt auch, sie kandidieren für die Gemeindevertretung, sie versuchen auch in der Freiwilligen Feuerwehr eine Rolle zu spielen, das, was sie auch in den alten Bundesländern gemacht haben. Es sind ja oftmals hier in der Region dann auch die Bauernkinder, die drüben praktisch nicht ein Stück vom Hof abgekriegt haben, die dann hier sich Grund und Boden gekauft haben und sich dann hier auch ansiedeln oder auch in ihren ehemaligen Besitztümer zurückgegangen sind. Und das ist, wie gesagt, sehr verschieden. Ja, also so erlebe ich das auch. Also ich würde da nicht so oder so sagen. Es war natürlich, gleich nach der Wende war es manchmal besonders schwierig. Also beispielsweise die treuhandverwalteten Häuser in Binz waren ja, also es waren Menschen, die die DDR verlassen haben, verlassen mussten. Die Gemeinde hat die Häuser verwaltet und es sind viele Menschen dort untergebracht worden, was ehemals Pensionen waren. Menschen, die geflüchtet waren, also aus den schlesischen Gebieten kamen, sind sehr viele nach Rügen gegangen. Und dann wurden die ehemaligen Pensionen als Wohnung eingerichtet und sind es die ganze DDR-Zeit über geblieben. Dann kamen aber die ehemaligen Besitzer, also die rechtmäßigen Eigentümer, wieder zurück. Und was haben sie natürlich machen wollen? Sie wollten ihre Pension wieder als Gästeunterkünfte nutzen und haben die Menschen eben reihenweise rausgeschmissen aus den Häusern. Und das war sehr, sehr schlimm. Also dadurch ist der erste Mieterverein überhaupt gegründet worden, weil man ihnen helfen wollte. Es standen ja gar nicht genügend Wohnungen zur Verfügung, wo sie dann so schnell unterkommen konnten. Also das war eine ganz schlimme Erfahrung für die Rüganer. Das muss man wirklich sagen. Im Rügener Kapitel ist auch der Fürst zu Putbus gewesen, der ebenfalls Ansprüche gestellt hat auf etwa ein Drittel der gesamten Fläche der Insel, das zurückhaben wollte. Und viele Menschen, die überhaupt ihr Häuschen auf diesem Gebiet hatten, in Angst und Schrecken versetzt hat. Das Ganze hat dann auch wirklich über 10 Jahre gedauert, ehe das entschieden wurde, dass dem Fürsten das nicht zurückübertragen wird. Aber bis dahin haben schon viele, viele Menschen eben zusätzliches Geld aufgenommen. Also immer, wenn sie was investieren wollten, mussten sie sich die Genehmigung vom Fürsten erkaufen, dass sie in ihr Haus investieren konnten. Also das war schon eine ganz schlimme Erfahrung, die Menschen da gemacht haben und fühlten sich da auch sehr unwohl. Aber ich kenne genauso gut Leute, die hergekommen sind, die sich in der Gemeindevertretung engagieren. Ich kenne einen ganz tollen Menschen, der für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft sich in einem Maße engagiert. Also das Vorbild ist auch für viele Ostler. Aber ich glaube, wir müssen auch selber einfordern, dass man sich mit der Geschichte beschäftigt. Und deshalb engagiere ich mich beispielsweise auch sehr im Bora-Zentrum. Dort machen wir Bildungsarbeit für Schulen. Aber wir machen auch mit Ausstellungen und dergleichen eben auf die Situation aufmerksam. Deshalb bin ich auch der Rosa-Luxemburg-Stiftung so dankbar, dass eben diese Ausstellung auch auf das Thema aufmerksam macht. Das müssen wir unbedingt tun. Das müssen wir auch selber als ehemalige DDR-Bürger müssen wir auch das nicht locker lassen, dass wir unbedingt da mit einfordern, auch Respekt gegenüber der Lebensleistung auch der Menschen, die hier im Osten gelebt haben. Ja, danke schön. Es gibt noch eine Frage, und zwar an Frau Latendorf. Sie hatten vorhin kurz erwähnt, dass Ihr Vater republikflüchtig war. Und nun ist die Frage, sind Ihnen daraus Nachteile erwachsen? Das haben Sie kurz angedeutet. Welche Nachteile? Mussten Sie selbst Stellung dazu nehmen? Wurden Sie in der Schule oder später im Beruf, in der Lehrstelle dazu aufgefordert? Können Sie dazu noch mal was sagen? Ja, kann ich was zu sagen. Also
eigentlich das einzige Mal, wo mir das begegnet ist, dass ich Nachteile da hatte, war bei meiner Bewerbung für die Lehrerausbildung. Ich kriegte meine Bewerbung, ich hatte alle Prüfungen mit gut bestanden und kriegte meine Bewerbungsunterlagen zurück und an der Seite war vermerkt mit Bleistift, das hat man vergessen, wieder wegzuradieren, Vater republikflüchtig mit Ausrufezeichen. Das war, wie gesagt, das war, hat mich damals unwahrscheinlich frustriert, weil ich habe dann über, das war dann so eine Situation als 17-Jährige, wo man dann sagte, was soll's, wenn dieser Vater dir ewig anhängt, das bringt dir ja gar nichts. Aber ich hatte eine ganz tolle Lehrerin, die mich wieder auf die Füße gesetzt hat und gesagt hat, du, jetzt musst du es beweisen. Und mir ist es dann nachher nie wieder begegnet. Ich habe, wie gesagt, ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen und der Weg ist dann auch gerade verlaufen. Und wie gesagt, wenn ich nicht meinen Mann kennengelernt hätte und hier in der Landwirtschaft gelandet wäre, ich hatte schon einen Studienplatz für das Lehrmeisterstudium bei der Deutschen Post und ich wäre dann doch in den Bildungsbereich gegangen. Also weiter ist mir das nicht irgendwie auf die Füße gefallen. Und ich musste dazu nie irgendwo Stellung nehmen. Also das war ja der Hintergrund der Frage. Nein. Ja, ja, genau. Gut, ich hatte aber auch, wie gesagt, keinen Kontakt zu meinem Vater. Ah, das wollte ich jetzt nochmal erfragen. Also Sie hatten auch vorher, bevor er in Westen gegangen ist, keinen Kontakt. Doch, doch. Mein Vater ist 1950 schon abgehauen und hat sich nie um mich gekümmert und hat sich praktisch sein eigenes Leben im Westen aufgebaut und war ehrlich. Meine Mutter war verstorben und er ist dann abgehauen. Ja, ah, okay. Ja, vielen Dank. So, jetzt kommt es noch eine letzte Frage und die geht an Christa Luft. Sie entgegneten vorhin auf die These der zusammengebrochenen Märkte lediglich die Auswirkung auf die Binnennachfrage in der DDR. Wie sah es denn mit dem Exporthandel in die ehemaligen GUS-Staaten, also in die GRU steht hier, also in die GUS-Staaten aus, die sind ja nicht ehemalig, brach der nicht im Sinne der These weg und wie würden Sie die Bedeutung beider gewichten? Es geht um den Export in die ehemaligen Sowjetunion-Länder. Wie Sie das beurteilen, dass der es nicht weggebrochen, hatten Sie vorhin gesagt, ja, die Märkte sind nicht verstanden. Gut. Ja, ich hab beide Seiten erwähnt in dem Gespräch mit Köhler. Zum einen den Zusammenbruch des Absatzes auf dem Binnenmarkt, wenn die Westmark da ist. Und zum zweiten wird das Gleiche passieren auf den Weltmarkt, insbesondere auf den Ostmärkten, auf denen die DDR, der hatte ja die Sowjetunion als größten Wirtschaftspartner. Und da funktioniert der Austausch zwischen den Ländern immer Ware gegen Ware. Da spielte harte Währung keine Rolle. Da spielte der transferable Rubel eine Rolle, aber der war im Grunde nur eine Verrechnungswährung. Und ich habe mich von Anfang an gewehrt gegen diese These, die Außenmärkte seien zusammengebrochen. Wenn man sich einmal die statistische Kurve anguckt, wie der Absatz der DDR in die Ostmärkte ging, das war bis 1990 eine steile Kurve nach oben, nach 1990 so. Wenn man sich anschaut, wie der westdeutsche Absatz in den betreffenden Ländern war, dann war der bis zur Wende so und nach der Wende so. Also das gab eine Marktumverteilung zugunsten des Westens, weil die konnten sich erlauben, den Abnehmern im Osten, damals war es noch Sowjetunion, später Russland, Kredite zu gewähren. Das konnten die ostdeutschen Betriebe nicht, die bekamen von der Treuhand nicht die Möglichkeit, Kredite zu gewähren, damit Absatz erfolgen kann und später bezahlt wird. Da hat auch die Treuhand eine miese Rolle gespielt, aber eben beauflagt durchs Finanzministerium, durch die Bundesregierung. Nein, also die These mit dem Zusammenbruch der Ostmärkte ist genauso eine Legende
wie vieles, vieles andere, passte aber natürlich in den Stiefel, weil es ja hieß, ihr wart doch so marode, das Zeug wollte doch keiner mehr. Ich erinnere mich, ich habe ja ein paar Jahre in der Sowjetunion gelebt und weiß, dass die Sowjetunion ein Großabnehmer war von Waggons für die Eisenbahn. Vom Speisewagen bis zum Personenwagen, alles. Nach der Wende brach das ein, weil die Absatzbedingungen nicht mehr gingen. Dann standen die tagelang am Schalter nach einer Fahrkarte. Es war also irrsinnig war das, ja. Ich erinnere mich, dass wir doch in Sachsen und in Sachsen-Anhalt hatten wir große Betriebe, die Ausrüstungen für die Erdöl- und Erdgasindustrie lieferten. Menschen, hochqualifizierte Menschen, hochqualifizierte Monteure, die vor Ort dort unter Bedingungen ewigen Eises und ewigen Frostes die Sachen gewartet haben. Das alles wurde natürlich kaputt gemacht, weil die Sowjetunion nicht in Devisen bezahlen konnte und die Treuhand unseren DDR-Betrieben keine Möglichkeit gab, dort einzuspringen. Es war, ich glaube, 1994, 1995, da hatte ich mit ein paar Managern aus der chemischen Industrie, aber auch de Maizière war dabei und von Ecostahl, der Karl Döring. Genau. Wir waren 4 oder 5 Menschen und haben für das Wirtschaftsministerium ein Projekt vorgelegt, wie man Märkte zurückgewinnen kann. Gut, die haben das vielleicht nicht mal gelesen, jedenfalls die Antwort war sofort: Das wird uns Brüssel nicht gestatten. Also da wurde die EG, die Europäische Union, vorgeschoben, nur um nicht eine Bürgschaft zu geben den Unternehmen, die Kredite brauchten und die, der Staat wäre eingesprungen im Falle, die Kredite hätten nicht bedient werden können. Alles normale Sachen, aber wurde alles benutzt, um abzubiegen, so. Dort waren die Menschen arbeitslos geworden und in der Sowjetunion fehlten diese Dinge, um die Bohrstellen zu sanieren. Dort flatterte dann das Erdgas, wurde abgefackelt, ging in die Umwelt. Also es sind wirklich katastrophale Dinge gewesen, die nur passierten, weil es darum ging, die DDR musste eben weg vom Fenster. Und das war ja im Übrigen auch der Grund, weshalb Kohl die D-Mark angeboten hat. Doch nicht aus Barmherzigkeit gegenüber den DDR-Bürgerinnen und Bürgern, die gerne Westgeld hätten haben wollen, sondern ihm stand das Wasser politisch bis nach oben. Der hätte die nächste Wahl nicht gewonnen. Er wollte die DDR-Stimmen haben, damit er die Wahl gewinnt. Denn nachdem am 9. November, wollen wir uns mal erinnern, chaotisch, ohne Vorbereitung, die Grenze geöffnet wurde durch Schabowski, was ja wirklich zu einem Weltbrand hätte führen können, wenn dort irgendwer die Nerven verloren hätte. Da war Reisefreiheit gegeben. Da hätten also die DDR-Menschen ruhig hierbleiben können, um hier sich was aufzubauen. Nein, sie gingen weiter zu Tausenden jeden Tag in den Westen. Und im Westen entstand die Stimmung, unser Boot ist voll. Weil DDR-Bürgerinnen und Bürger hatten laut Grundgesetz, wenn sie denn Westterritorium betreten, sofort Anspruch auf Arbeitsplatz, auf Wohnung und auf einen finanziellen Anschub. So, und das ließen sich die DDR-Menschen, die gewillt waren, dorthin zu kommen, natürlich gar nicht entgehen. Und die Westdeutschen sahen, da kommen welche und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und da entstand dieser Spruch, unser Boot ist voll. Ich erinnere mich, das will ich noch erwähnen, im Ende November 1989, also wir waren ganz frisch im Amt, da kam aus dem Westen Schäuble zu uns. Schäuble wollte sich mit de Maizière, seinem Parteifreund, treffen und reden darüber, was passierten eigentlich jetzt in der DDR. Schäuble wollte also mit de Maizière sprechen. De Maizière hat Modrow gefragt, ob Modrow dabei sein könnte. Der konnte nicht an dem Tag. Und Modrow bat mich, geh du doch dahin. Und de Maizière war einverstanden, dass ich damit mit hinkomme. Er fragte, wie kriegen wir denn das hin, dass nicht mehr so viele Leute aus dem Osten in den Westen kommen? Denn wir sind wirklich voll. Und da sage ich, machen Sie doch eines, sperren Sie doch das, dass jeder, der dorthin kommt, sofort Arbeit kriegt und Geld kriegt und eine Wohnung.
Dann sagte der wörtlich zu mir, da haben Sie ja recht, aber das kriege ich im Bundestag nicht durch. So. Also jeder versteckte sich hinter irgendwas. Für Vernunft war da kein Stück Platz. Kein Stück Platz. Die wussten, was sie wollten und haben das durchgezogen. Dankeschön. So, Frau Ladendorf noch. Und ja, verstehe ich es richtig? Sie haben sich gemeldet. Ja, und dann müssen wir die Runde auch langsam schließen. Ja, ich will nochmal. Wir haben in dieser Woche in unserer Region 60 Jahre Förderung des Erdöls. Das erste Mal vor 60 Jahren ist in dieser Woche Erdöl geflossen bei uns. Und der Erdölbetrieb war eines der größten Erdölförderbetriebe bei uns im Land und wurde, und insofern ergänzt das, was Christa Luft gesagt hat, wurde durch sowjetische Spezialisten mitgefordert und es wurde im Gegenzug dann die Materialien, die Erdöl brauchte, dorthin gegangen. Und das Gleiche traf ja für die Werftenstandorte zu. Die meisten der Schiffe sind ja auch in die Sowjetunion geliefert worden und auch die Reparaturkontingente waren für die sowjetischen Fischfangflotten eben in Groß. Insofern ist da tatsächlich eine ganze Menge gelaufen und kaputt gegangen in dieser Region. Ja, genau. Und Erdöl ist zum Beispiel an einen französischen großen Konzern verkauft worden. Ja, das war unser Problem. Wir sagten, mach doch Bartergeschäfte. Ich hatte ja mal Außenwirtschaft studiert und wusste also, was so woanders funktioniert. Der Thyssen-Konzern hat eine ganze Abteilung, die machte nichts als Bartergeschäfte. Das heißt, die liefern Erdöl, das Erdöl wird hier vermarktet und mit dem Geld bezahlt man unsere Maschinen. Das ist weltüblich. Mir haben sie gesagt, Frau Luft, Sie lernen die Marktwirtschaft nie. Das ist doch archaisch, was Sie da erzählen. Ja. Ein endloses Thema eigentlich. Genau. Nicht wahr? Man könnte stundenlang weiter erzählen und es würde nicht langweilig. Und es würden immer wieder neue Dinge zutage treten, weil es auch enorm komplex ist. Ja? Das muss man einfach auch dazu sagen. Mhm. Und man muss es eben immer wieder von ganz verschiedenen Seiten aufrollen und wird neue Phänomene entdecken oder ja, erkunden. Wichtig ist, dass endlich die Unterlagen zugänglich gemacht werden. Ja, es ist ja nach wie vor nicht möglich für Menschen aus Betrieben. Viele Betriebsangehörige oder auch Betriebsräte wissen nach wie vor nicht, was in der Treuhandzeit, in der Wendezeit mit ihren Betrieben geschehen ist. Ja, und dazu braucht es dann immer ein Bundestagsabgeordneten, also Sie haben Zugang zu denen, Sie können das anfordern, oder einen Landtagsabgeordneten, aber ansonsten bekommt man zu den Akten keinen Zugang, was auch ein riesiges Loch immer noch erzeugt oder nicht auflöst bei den Menschen. So, ich darf mich jetzt also ganz, ganz herzlich verabschieden für diese lebendige Diskussion, für die lebendigen, sehr aufschlussreichen Beiträge. Ich möchte nochmal auf die Treuhand-Ausstellung verweisen. Wir haben dort 25 Menschen porträtiert, die man, also die ein bestimmtes, jeder Mensch hat ein spezielles, exemplarisches Treuhand-Schicksal. Es ist möglich, die Geschichten nachzulesen. Dafür gibt es ein Begleitbuch zur Ausstellung, ein kostenloses Begleitbuch. Das kann man bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin kostenlos bestellen. Und neben diesen Treuhandschicksalen, die dargestellt sind, und das ist etwas ganz Besonderes, sind auch 13 Betriebe bzw. Branchen dargestellt. Diese Geschichten wurden entwickelt von Brancheninsidern, die also auch über Unterlagen verfügten und Zahlenmaterial und Dokumenten.
Und diese Geschichten sind bisher nirgendwo nachzulesen oder nachzuschauen. Insofern hat die Ausstellung wirklich sehr interessante Geschichten und Informationen zu bieten, auch direkt über die DDR-Wirtschaft und das Schicksal der Betriebe nach der Wende. Also insofern möchte ich Sie alle ganz herzlich in die Ausstellung einladen. Und ich danke unseren Diskussionsteilnehmern für ihre eifrigen und interessierten Fragen. Schön, dass Sie dabei geblieben sind. Schön, dass Sie sich überhaupt zugeschaltet haben. Empfehlen Sie das weiter. Wir werden das Stream wird in den nächsten Tagen auf YouTube gestellt. Und ich möchte den Kooperationspartnern danken, also vor allen Dingen der Rosa-Luxemburg-Stiftung für diese Initiative zu diesem Erzählsalon und dem Dokumentationszentrum Prora für die Idee dazu. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, verehrte Erzählerin, alles Gute und danke unseren Zuschauern für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend.